Das ist ja der Apple I. Für alle Leute, jawohl, das ist eine reine, nackte Platine. Okay. Apple hat es ihm wirklich genau in dem Zustand ausgeliefert. Er hat kein Gehäuse gehabt, kein Netzteil, keine Tastatur, kein Monitor, kein Laufwerk. Nackte Platine. Nur in einer Welt, in der alles andere nicht einfach so vom Gestell nehmbar ist. Und ich werde jetzt mal die Maschine abprobieren. Zuerst einmal, der Vortrag ist relativ lang und hat ziemlich viele Details, weshalb Website. Der gesamte Vortrag ist komplett online als Text. Einfach meine Webseite merken, Neil Franklin. Aber scrollen, wenn ich das Scrollbar töpfen könnte. So, hallo Scrollbar, wo bist du? Da sind Artikel und Vorträge. Und dann ist natürlich der unterste 2019 Lux Apple I Hardware Software, damit das findet. Und da der Vortrag ist schon so alt, der ist eigentlich fürs VCP 2018 geschrieben worden. Nur 2018 bin ich abwesend gewesen, 2019 ist ein anderer Vortrag dazwischen, die beiden Jahre dazwischen sind Lux nicht gewesen. Haben das jetzt mit 4 Jahren Verspätung. So, der Vortrag hat mehrere Sachen drin. Es gibt A, historische Situation vom Rechner, B, technische Position davor, dann Hardwareaufbau, Kommandozeileninterface, wie man es benutzt und Systemsoftware. Und jetzt würde ich gerne wissen, welches hat bei euch mehr Interesse, weil ich kann zeitlich dehnen und stoßen, je nachdem, welcher Teil mehr Interesse hat. Also, wen interessiert mehr der historische Überblick, wohin das Ding gehört? Oder eher weniger technische Position, dann Hardwareaufbau. Das ist echt der interessante Teil vom Vortrag, was da wirklich an interessanten Zeugs drin steckt. Weil die Maschine ist wirklich einmalig fast schon. Es ist schon genau in der Grenzbereich zwischen altmodischen Minicomputer und modernen Mikrocomputer. Und genauso dort, wo die Leute noch nicht mal gewusst haben, was genau die richtige Formel ist, hat Apple da etwas probiert, was sonst niemand gemacht hat. Und ja. Und dann das andere große Thema ist eben die Software davor. Das Betriebssystem, wo in ein Viertel Kilobyte reinpasst. Und wenn man hier fragt für die Leute, wie viele Leute haben eine Erfahrung im PC zusammenschrauben, damit ich so etwas vielleicht von Hardware-Erkenntnis das nehmen kann, okay. Und wie viele Leute haben Erfahrung mit Programmieren und sagen, das sind nur Excel-Makros, okay, das heißt, dort kann ich mich in Details hineingehen. Gut, dann werde ich mal glaub, direkt zur Hardware durchgehen, wenn ich das so sehe. Wo ist das Anfang davon? Fangen wir an. Hallo, wieder wegscrollen. Erstens mal die Hardware. Ich weiß nicht, wie gut man es lesen kann auf die Distanz. Hat da so 4 nette Buchstaben A, B, C, D. Und das sind Ziffer 1 bis 18. Die Ziffern sind tatsächlich Koordinaten von jedem Chip. Wenn ich den Chip identifizieren will, dann weiß ich, dass es so C5. Das ist wichtig, weil die gesamte Dokumentation von Apple gibt so ein schönes Netz Handbüchli, 15 Seiten übrigens, wo tatsächlich die gesamte elektronische Schaltung beschrieben ist und jeder Chip in den Schaltplan hinein hat genau die Koordinaten drauf geschrieben. Also, wenn man die Schaltung studiert hat und weiß, was läuft und die Maschine spinnt auf irgendeine Art, weil man ist ja selber der eigene Reparateur gesehen und sagt, es muss vermutlich die Funktion sein, das ist der Position, dann kann ich den mal ausprobieren, auswechseln probieren. Und dann die Chips sind alle gesockt, man kann sie ausstecken und andere einstecken, das selbst tut. Ich werde daher auch im ganzen Text drin, habe ich überall von jedem Chip, wo ich anfange beschreiben, was der macht, sind die Koordinaten im Text drin. Ich werde die aber im gehaltenen Vortrag weglassen, weil das wäre wirklich nur Zahlen, die man nicht merken könnte. So, das ist mal das. Hallo Handbuch, rüber mit dir. Jetzt wäre es noch gut, wenn du das vordere Fenster wärst. Seite, Mauscursor, wo bist du? Nein, nicht. Fenster versenken. Fenster führen. Erste Seite. Ah, wieder nicht. So. Operation Manual, wirklich so Apples Design. Und ja, das da oben, das künstlerische Bild ist Apple ist das mal Logo. Nicht von der A bis in Apple, so etwas Komplexes. Die Firma ist wirklich noch das, was noch wirklich noch nicht sicher war, was sie macht. Interessant, das Handbuch besteht praktisch genau aus.
Halt, klick da. Eine gewisse technische Übersicht von den Features von dem Rechner. Beschreibungen, etwa so wie dort. Innen, unten da. Elektronische Schaltung, wie schließe ich eine Tastatur an? Wie gesagt, die Platine kommt nackt ohne Tastatur. Ihr wendet eine Tastatur dran. Und ihr braucht es, läuft nicht ohne. Auf dem freien Markt. Besorgt euch eine ASCII-Tastatur. Oh, die haben verschiedene Signalisierungsstationen. Das sind Konverter für verschiedene Signale. Selber zusammenlöten, bitte. Dann kommt ein paar kleine Sachen, Benutzung von der Software. Das wird ihr nachher im Vortrag beschrieben. Dann komplette Source Code vom Betriebssystem. Auf 200 Bit Seiten. Beschreibung von der Input-Output-Hardware, wie die Tastatur und Videoschaltung angehängt ist. Dann ein paar Sachen, wie zum Beispiel Netzteil. Die Platine hat den Niederspannungsteil vom Netzteil auf der Platine. Der Hochspannungsteil, sprich Stromstecker, Transformatoren, bitte selber zusammenlöten. Wir können euch netterweise noch die Bestellnummer von Bauteilen beim entsprechenden Hersteller noch mitliefern. Da ist ein paar Sachen, Garantieleistung und dann der tatsächliche Schaltplan, zwei Seiten. Das ist das gesamte Handbuch. Und wenn sich sagt, halt Apple, die sind doch so schön benutzerfreundlich. Das ist Benutzerfreundlichkeit für die damals. Der Rechner hat einen Tastaturanschluss, er hat einen Videoanschluss, er hat Firmware drauf. Das sind drei Fortschritte gegenüber der Konkurrenz. So, damit hat er ungefähr eine Idee, wie der Rechner aussieht. Oder wie der Lieferumfang. Wegschieben. So, damit der Rechner. Die untere Hälfte, wenn man da quer durch in so einen Strich ziehen tut, ungefähr, alles was drunter ist, ist der eigentliche Rechner. Wenn man von etwa da oben so durch etwa einen Strich zieht, alles rechts davon ist Netzteil, also Niederspannungsteil, und alles was rechts davon ist, ist Videokarte. Das heisst, im heutigen PC ist man sagen, das ist eine Maschine mit Onboard-Video. Aber es ist kein Chipsatzvideo, es hat einen separaten eigenen Videospeicher. Für die Kategorisierung für die ganze Maschine. So, und vorstellen wir dir mal den Rechner selber anschauen. Entscheidend mal zuerst einmal der da, der Prozessor. Ist ein MOS Technology von 6602. Derselbe Prozessor, der auch Apple II, Apple III, in sämtlichen Commodore PET, VC20, Commodore 64, Atari 800, Atari VCS. Die Familie ist weiterum verbreitet worden. Unter anderem, weil es ungefähr der billigste Prozessor ist, was es damals gegeben hat. $25 im 1976. So im Vergleich, Intel hat, bevor der eingeführt ist, mit $150 angefangen. Das Ding ist vorgestellt worden am einen Tag und am nächsten Tag hat Intel eine Preissenkung von $75 bekannt gegeben. Folglich hat Wozniak, der das Ding designt hat, gefunden, okay, der kann sich leisten. Grabst mitgenommen. Kennzeichen davon, es ist ein 8-Bit-Prozessor. Das sieht man auch nachher später beim Speicher. Ihr seht da eine zwei Reihen von identisch ausgehenden 8 Chips. Das sind der Speicher. Zwei Bank an 8 Chips, pro Bank 4 KB, insgesamt 8 KB an Speicher. Ach ja, die zweite KB ist optional. Die Grundausstattung ist ohne Chips, aber das ist voll ausgestattet, die Platine das. Der Prozessor läuft mit 1 MHz. Beziehungsweise strikte für 1 MHz offiziell, er wird mit 1,0227 MHz Licht übertaktet. Wenn sich fragt, warum so eine komische Zahl, schuld ist das kleine Teil hier oben, der Quarz. Wegen billig hat der Wozniak kurzhand der absolut billigste im zweistelligen MHz-Bereich liegende Quarz genommen, nämlich 14,31818 bla 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 MHz, wo es am amerikanischen Fernsehen kommt. Jeder Fernsehapparat, also das Ding drin, das Ding in Masse produziert. Und Funk hat nach der genommen. Und durch 14 teilt, ja, wir sind halt 2% übertaktet, scheiß drauf. Das war die Einstellung dort zum Haus. Und übrigens, Apple II hat den gleichen Quarz drin, die gleiche Taktfrequenz und den gleichen Prozessorchip. Das hat sich bewährt. Der Prozessor kann 64 KB Speicher adressieren. Dort zum Haus gigantisch. Eben, wie gesagt, Ausgestattung 2x4 KB. Was auch noch drin muss in den Rechner, die RAM-Chips, damit sie wenigstens die Größe haben und nicht 100% größer sind, wegen der Anzahl Pins, haben zu wenig Pin. Wenn man sich vorstellt, 4 KB adressieren heisst 12 Adresspins. Weil 4K sind 2 hoch 12. Dann haben wir noch Datenpins, Stromversorgungspins und so weiter. Und
Man endet mit einem 24-Pin-Gehäuse. Und 24-Pin-Gehäuse sind nicht nur länger, sind auch breiter wegen der Stabilität. Der Hersteller von diesen Chips hat eine gute Idee gehabt. Wir tun nur 6 Adressleitungen vorsetzen und tun 6 Adressbits rein, einmal klick, die zweite 6 rein. Folglich bekommen wir mit 16 Pins durch halbe Fläche. Sehr praktisch und folglich muss aber der Rechner das unterstützen. Dafür muss man die Adresse zusammenpacken und dann hat man so um den Prozess herum so die kleinen Chiplis da mehrere, wo dann sind 2 Stück zuständig, um genau das zu machen. 12 Bits auf 6 zusammenfassen. Interessant ist mit der lustigen Eigenschaft, dass die Chips je 4 Bit breit sind. Einer allein rechnet für 6 Schalter, 2 geben euch 8 Schalter. Was macht unser lieber Wozniak mit seinem Ich spare den Chip, den ich noch kann? Geil, ich schalte 6 Perle, ich habe noch 2 Elemente frei. Ich benutze sie noch schnell für das Verzögern von einem Signal. Genau gesagt, er muss für die RAM-Chips ansteuern, muss eigentlich Schalter in einer Position haben, Daten kommen durch, die erste Hälfte der 30 Bits, nach einer Weile muss er umschalten und dann muss er dem Chip mitteilen, halt, es ist umgeschaltet worden, du kannst jetzt die zweite Hälfte der Adresse nehmen. Was macht er da? Er tut einfach das Signal, das sagt, Ping, nimm die erste Hälfte, nehmen, an einen von diesen Schaltern anlegen, im weggeschalteten Zustand und nachher durch den zweiten durch. Und genau wenn man den Schaltvorgang zufindet, fängt das Signal, das schon einmal gesagt hat, Leute, ist die erste Hälfte gültig, geht jetzt plötzlich von die Chips durch und kommt am zweiten Anschluss und sagt, es ist auch gültig. Wir haben schnell eine restliche Verwertung gemacht. Das ist typisch für den Designer. Er liebt alles mögliche sequenziell hintereinander mit Tricks abzuarbeiten. Das zweite, was wir haben, die Chips sind vergesslich. Das mag euch verwundern, ein Speicher soll das die Daten aufbewahren. Es gibt noch das Problem, ein Speicherchip bauen, wo wirklich Daten drin speichern kannst und solange Strom drauf bleibt, sind die Daten dort. Hat nur ein Viertel so viel Kapazität wie dir. Der Hersteller von diesen Chips hat nämlich einfach so kleine Kondenser drin gebaut, wo auch Daten drin schmeißt meistens. Das Eis tut die Dinge aufladen und nach einer Weile entladen die sich. Damit die möglichst klein sind, damit viel Bits drauf passen, haben die Zeit, wo der Hersteller genau Eis garantiert. Daten reinschreiben, bis 2 Millisekunden später sind die Daten garantiert dort. Ab 2 garantiert man es nicht mehr. Möglicherweise sind es sofort 5 oder 10 Millisekunden dort, aber nach 2 garantiert man es nicht mehr. Folglich muss man regelmäßig die Chips auslesen und nochmal neu frisch reinschreiben. Dann nennt man Refresh. Du brauchst alle RAM-Chips arbeiten, alle grossen RAM-Chips arbeiten so, bis die auch da drin, das Gigabyte, die 4 GB drin, die machen das genauso. Was macht er? Er muss dafür, neben den Adressen, die der Prozessor vor sich gibt, wo ja beliebig steuern können, je nachdem, wo das Programm ausgeführt wird, muss er jetzt eine regelmäßige Sequenz von allen Adressen generieren. Der Prozessor hat das nicht. Aber halt, wir haben doch da oben einen Videogenerator, wo Speicher durchzählen muss. Also, wir grabschen eine geile Ladung Bits dort raus und führen die oben runter. Und weitere 2 Flash-Chips sind nur genau für das umzuschalten. Wieder nach der Variante, das sind 8-Bit Schaltfähigkeit, ich brauche nur 6. Moment mal, wenn ich den Speicher schnell ausleihe zum Refreshen, darf der Prozessor nicht weiterarbeiten. Ich jage sie Takt, wir können es auch noch schnell über den Schalter und schalte ihn einfach auf Papp, fest, genau auf 1. Damit bleibt der Prozess auch für eine Weile stehen. Ach was, der Prozessor kann den Speicher mitteilen, ob er es lesen will oder schreiben. Wenn ich refreshe, darf ich nicht schreiben. Moment, das lese schreibt sich da gerade auch über 1 von den Bits. Reste verwertet die zweite und die dritte. Typisch der Design. So, damit haben wir Speicherzugriff. Logischerweise ein Rechner, jeder, der sich weiß, ein Rechner bootet. Wir haben das BIOS. Auch da, Firmware muss rein. Dafür sind die beiden kleinen Kollegen da unten zuständig. Und das ist die Limite auf die 256 Bytes. Wie die sind, haben je 1 Kilobit in 256 Adressen mal 4 Bit breit, 2 Stück sind 8 Bit breit. Das sind so die Proms. Die stammen von einer Firma namens MMI, die sich spezialisiert hat auf die Chips. Und hat die Eigenschaft, du kaufst den Chip, da hast Ladung Bits, wo alles 1er oder alles 0er sind, je nach Modell. Du tust das in ein Gerät hineinlegen und in dem Gerät hinein tust du einfach die falschen Bits wegschiessen. Und zwar wirklich. Drinnen hat es bei jedem Bit eine kleine Drahtbrücke und die wird weg,
verdampft. Du gehst einfach mal 17 Volt rein, das Brückchen wird quasi ein Kurzschluss, heizt sich auf, verdampft, ist kein Kurzschluss mehr. Und danach hat der Chip sein Bitmuster. Das ist quasi wie CDs brennen in einem gewissen Maße. Nur, dass man halt da quasi einen Chip brennt. Die Dinge hat er zwei Stück verwählt. Und das hat seine Limite aufs System gegeben, wo wir nachher durchgehen. Das dritte, was ein Rechner natürlich braucht, ist eine Methode, Daten einzugeben und auszugeben. Weil ein Rechner, der einfach so vor sich hin sitzt, bringt uns ja nichts. Das ist dem da, seine Schaffung. Das ist ein völliger Standard-Chip, der ganz einfach im Prinzip schafft. Der Prozessor sitzt da. Standard-Chip ist da, das sind für mich quasi zwei Fenster. Aus dem einen Fenster sehe ich, wo Daten reinkommen können und ein Fenster, wo ich Daten rauswerfen kann. Für beide Fenster hat er 10 Röhrt. 8 Röhrt, hier sind Daten. 9 Röhrt, die Daten sind gültig. Der Prozessor nimmt sie ab. 10 Röhrt, ich habe sie abgenommen, du kannst die nächste Ladung schicken. Das Verfahren kann das Chip völlig automatisieren. Das ist wirklich so, wenn auf der es hat Datenleitung, ob es kommt oder der Chip internen Schalter umschalten. Selbst wenn das Signal verschwindet, merkt sich das Chip, es sind jetzt Daten da. Der Prozessor kann es abfragen oder er kann auch mit einer Konfigurationsbit dem Chip sagen, du mich über eine spezielle Leitung ansprechen, wenn etwas angekommen ist. Wird nicht genutzt, das Feature. Nachdem er die Daten abgeholt hat, der Abholeffekt selber tut dem Chip sagen, es sind keine gültigen Daten mehr, er dann automatisch der Speicher seine internen abschalten wieder. Und genau das automatisch über Leitung melden. Das heisst, der andere, der geschickt hat von außen, sieht sofort abgenommen worden, ohne dass der Prozessor sich darum kümmern muss. Dasselbe gilt auch beim Verschicken raus auf dem zweiten Port. Der Prozessor schreibt etwas rein, Schalter geht auf. Leitung nach außen, hey, wir haben etwas. Sobald der andere abgenommen hat, dann leitet sie ab, bang, Schalter fallen lassen. Der Prozessor kann jederzeit auslesen, ist der Schalter immer noch oben oder nicht. Und er kann sich auch wieder in Anstreten lassen, falls er will. Wird auch nicht genutzt, das Feature. Der Chip hat zwei Anschlüsse, Input geht an das. Es sieht aus wie ein Chip, bis auf dass es schwarz ist und keine silbige Anschlüsse hat. Das ist ein Stecker nämlich, der Tastaturstecker. Jeder, der jemand Tastatur hinter einem PC gesteckt hat, Tastatur bitte auf der Mitte von der Platte einstecken. Ach was, Sie haben ein Gehäuse, bitte Gehäuse aufmachen, Tastatur einstecken, Gehäuse zumachen. Das ist die Methodik und der Ausgang geht offensichtlich die Videoschaltung auf. Das ist ungefähr der Chip, sein Verhalten mit dieser Datenleitung ist so Standard, ist einer der längst lebenden Chips, die es überhaupt gibt. 1974 auf den Markt gekommen, bis heute in Herstellung. Wie er nicht verbessert werden kann. So, das ist einmal die Grundfähigkeit, die der Rechner zur Verfügung hat. Der Prozess hat nichts anderes als das. Genau die Firmware, der Speicher, der IO-Chip. Alles. Was er auch noch hat, da hinten das blaue Ding da, ein Slotstecker. Falls man eine Videokarte stecken will. Da hinten, da, wie ein Rand sieht, aussieht wie eine Aufrufkarte. Da kann man eine Videokarte anhängen, wo glaubst 5 Schlagstecker anbaut hat oder 3, bin ich sicher. 3, 4, 5, irgendwo nicht rum. Ich habe kein Bild von der Karte, weil sie ist super selten, weil praktisch niemand hat sie gekauft, weil es hat genau eine einzige Steckkarte für das Gerät gegeben. Das war der Kassettenbandanschluss. Obwohl ich, hat praktisch niemand diese Karte gehabt und Fotos davon sind selten und es ist eh nur eine Reihe Stecker. So, das ist mal grundsätzlich, was drüben ist. Bis auf eins. Der Prozessor kann 64 km Adresse sehen. Da hinten liegen 2x4K Speicher, einmal ein Viertel K vom PROM und noch 4 Bytes vom Import-Chip da. Was noch zwischendrin liegt, ist der da. Ein kleiner Chip, der gross aussieht, weil er viele Pins braucht, aber strohdumm ist. Speicherkapazität 0 Bits nämlich. Das Einzige, was das Chip entgegennehmen kann, ist 4 Signale vom Prozessor, wo ihm sagt, welche von 16 Untergruppen von 4 Kilobyte momentan gemeint sind, plus noch ein, zwei Störsignale und auf 16 Leitungen rausgeben, 0 ist aktiv, 1 ist aktiv, 2 ist aktiv, bis 15 ist aktiv. Und zwar sehen wir da oben so eine Reihe kleine Nötpunkte von 0 bis 15 durchnummeriert. Und je nachdem, was der Prozessor macht, wird einfach einer von denen gezogen. Alle Chips, die noch benutzt werden können, müssen auf die verwartet werden. Was man vermutlich bei der Aufregung nicht mehr ganz sieht, da oben sind noch ein paar Weitli-Anschlüsse, die ganzen RAMs kommen auf die beiden oberen Pins da.
Pin hinter 0 und das erste REM-Pin sind miteinander verbunden. Pin 2 und das zweite sind miteinander verbunden. Und am anderen Ende ist PROM ist mit dem 15 verbunden. Und Input-Output-Chip ist mit dem 13 verbunden. Die Verbindungen, die kann man modifizieren. Weil der Rechner ist so eingestellt, dass es gibt eine Default-Einstellung. Und falls du das Licht anders haben willst, konfiguriere deine Hardware um. Mit dem Lötkolben. Zum Beispiel benutzt, weil das erste Bank REM grundsätzlich von 0. Weil der Prozessor ohne REM bei 0 und nicht funktionsfähig ist, vollständig. Ich werde nachher später beim Betriebssystem anschauen, zwei Fälle zeigen, wo man tatsächlich nicht funktionieren kann ohne das. Aber die zweite Bank, man kann sie an 1 legen, direkt hinten da, um einfach einen grossen Klotz von 8 KB machen. Für einen Maschinencode programmieren genau richtig. Was ihr wollt Basic programmieren? Den Basic-Interpreter könnte man doch eventuell später in eine weitere Ladung von PROM-Chips setzen. Wenn man den Basic-Interpreter so baut, dass er in Bank 1 funktioniert, wird das nicht gehen. Also haben wir den einfach mal so gemacht, wie wenn er in Bank 14 funktionieren würde. Falls man je eine PROM-Karte macht, hat Apple nie hergestellt, wäre die Idee auf Bank 14 zu legen. Folglich, die zweite REM-Bank kann man von 1 auf 14 umlöten. Falls man Basic-Benutzer ist. Und das sieht, wenn man das Foto in der vollen Auflösung anschaut, sieht man, der Draht ist von 14 gelegt auf dieser Maschine. Weiterhin auch der Port-Chip. Der ist zwar default auf dem 13 gelegt und das Betriebssystem funktioniert nicht, wenn er irgendwo anders ist, aber man kann ihn umlegen. Weiterhin Slot. Der hat insgesamt Störleitungen und bis zu 3 verschiedene Chips anhängen. Die haben auch da oben ihre 3 Pins, die mit nichts verbunden sind. Du willst etwas haben, dann wähle aus, welches von den freien Slots du hast, von den freien Blöcken du hast, löte das Ding an. Du willst das Kassetteninterface haben, die Software von dem verlangt, dass es aufs 12 legt. Und zwar, dass er von den 3 Anschlüssen RST den R nimmt und der muss aufs 12 legen. Bitte selber löten. Man konfiguriert sich ja doch per Lötkolben um. So, das ist etwas eine Grundvorstellung vom Rechner selber. Noch relativ geradeaus eigentlich. Der absolute Knüller da haben ist das, was da oben passiert. Die Videoschaltung. Und das Ding, fangen wir jetzt mal an. Da oben. Das ist der Videoausgangsstecker. Tatsächlich am Platinenrand. So wie man sich wundert, da kommt ein Fernsehapparat an. Fernsehapparat sind eigentlich analoge Elektronik. Was die meisten völlig verwundert, ist, dass bis etwa da in der Schaltung analoge Elektronik ist. Der gesamte Rest ist komplett digitale Elektronik. Es hat hier oben einen Transistor. Der ist der Verstärker, der das Signal produziert. Und neben ihm, wie das seht ihr auf die Stand, sicher nicht mehr als 2 Widerstände. Und die haben genau 2 Zwecke, 2 Digitalsignale in analog umzuwandeln. Für das müssen wir wissen, das Fernsehsystem geht davon aus, dass das Signal von 1 Volt Stärke verwendet wird. 1 Volt oben heisst weiß. 0,3 Volt heisst schwarz. Damit könnt ihr einfach mit Varianz zwischen 0,3 und 1 Volt Helligkeit Graustufe liefern, wie es das Fernsehbild hat. Das ist ein schwarz-weiß Fernsehapparat, logischerweise. Aber irgendwann muss ja der Fernsehapparat sagen, zurück, nochmal zeichnen, zurück. Und für dieses Zurücksignal wird mit einem Unterschwarz von 0 Volt geschafft. Das Einzige, was die beiden Widerstände machen, ein Digitalausgang ist 1, außer ihr wollt den Unterschwarzpuls machen und dann wird er 0. Und der eine Widerstand macht nichts anderes als die digitale Spannung von 5 Volt auf 0,3 Volt abbremsen. Das Videosignal, wenn ein schwarzes Bild sein soll, 0, wenn ein weißes Bild sein soll, ein digitales 1, 5 Volt, Widerstand tut einfach die 5 Volt auf 0,7 Volt abbremsen. Gesamte analoge Elektronik für den Rechner. Was direkt drunter sitzt, der da, im Ecken raus, der hat genau einen Grund, den Font zusammenzusetzen. Wenn ihr vom Bildschirm schaut, zum Beispiel den Buchstaben A, dann wisst ihr da oben ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, ein Ladepunkt für den Strich, ein ladedurchgehende Punkt für den Mittelstrich. Die ganze Hardware tut beim Zeichnen jedes Zeichen von den 40 Zeichen pro Zeile 5 Pixel an Bilddaten liefern. Alle schwarz, Hintergrund weiß, Hintergrund 0, alle Punkte, die leuchten sollen, für das spricht jetzt eigentlich einer.
Der Chip kommt genau in so ein 5er-Paket angeworfen über, muss noch zwei implizite Nullen zum Abstand zwischen zwei Zeichen produzieren und dort einfach einen nach dem anderen hinausschieben. Das ist der Grund, warum gerade Quarz die Frequenz hat, die komische. Die 14, bla bla Megahertz. Durch zwei teilt gibt es 7 Megahertz Licht über, wo man die Pixel hinausschiebt. 5 für das Schriftzeichen, 2 für den Abstand, 7er Satz und damit schon auf 1 MHz und dann mit einem 7er Satz Pixel rauswerfen. Und das 1,0227 MHz wird sowohl zum nächsten Zeichen innen befördern, wie auch zu einem Prozessor vertakten. Weil, wozu zwei Taktsequenzen, wenn man nur eine braucht? Auch da wieder Spartechnik. Der Chip nebenan, der zweite, der letzte große Chip, das ist der Font. Damit ihr Zeichen darstellen könnt, und jetzt muss ich schauen, dass ich auf dem da euch Zeichen da wählen kann. Da ist sie. Sie wäre da, wenn ich ihn wegscrollen würde. Nein. Sie wäre da, wenn Scrollen funktionieren würde. So. Und wenn ich jetzt an den Fensterrand triff, so, da haben wir den Zeichensatz von dem Ding. Wir haben grundsätzlich Leerschlag zuerst einmal, Ladungssonderzeichen, Ziffern, Großbuchstaben. Fehlend, Kleinbuchstaben. Ich habe nur 64 Zeichen. Warte mal, ich habe irgendwo da noch den offiziellen Font sogar noch umliegen. So sieht der offizielle Front aus. Man sieht für jedes Zeichen, zum Beispiel für das A, hat immer drüber eine Leerzeile, dann lade ich für 7 Zeilen mit Punkt. Das Einzige, was der Frontchip beinhaltet, ist für die insgesamt 64 Zeichen da, jedes 7 Zeilen zu 5 Pixel. Man macht ja, dass immer 8 Zeilen Leerpixelzeichen ist, wo immer leer ist, weil der Chip, du kannst dem Ding 8 Zeilen abverlangen. Es hat 3 Anschlüsse, aber wenn du die erste Zeile fängst, gibt er immer 0 vor sich. Weil der Chip ist damit nur ein 7 Achtel so teuer. Das ist der Font. Der ist in dem Chip drin. So, wieder auf die Platine zurück, wenn ich den Muskelhörer finde. So, das ist immer das erste, wo das Videobild herkommt. Aber jetzt haben wir so Sachen wie Timing. Erstens einmal, wir wollen ja 40 Zeichen hintereinander auf den Bildschirm setzen. Dafür müssen wir zählen. Es gibt da oben in dieser Reihe, sind es glaube ich, die da über die Gruppe da, an Chips, 4 Stück Zählerchips. Es gibt noch einen fünften, wo die 7 Pixel durchgezählt hat schon. Und da sind jetzt 4 Zählerchips. Einer davon kann von 0 bis 9 zählen, die anderen alle von 0 bis 15. Zum eine Zeile zusammensetzen oder tatsächlich zwei von denen kombinieren, von der einen, der 10 zählen kann, unsere 4 Zeichen 0 bis 9, 0 bis 9, 0 bis 0, 9 bis 9 zählt. Damit hat er 40. Der zweite ist dafür zuständig, viermal dafür zu sorgen, dass der Vorgang viermal abläuft. Er ist aber auch dafür zuständig, dass Zeit braucht, bis der Prozessor, bis er wieder die nächste Zeile zeichnen kann. Und dafür muss er nochmal 2,5 Mal die 10 abzählen. Was macht er? Der zweite Chip zählt tatsächlich 7 Zahlen durch, und zwar von, ich glaube, 6 bis 15. Mit den 20 sagt, ich will 7 Serien. Der andere sagt, aber ich mache dann 10 pro Serie. Das sind dann aber 70 statt 65. Das hat der andere Chip, der 7 zählt, wiederum sagt, beim ersten Mal, wenn ich wieder meinen Sprung runter mache, zum 7 machen, haue ich dir da eins hinten drin, damit du auch 5 übersehst. Und damit zählt er quasi 5 plus 10 plus 10, 10, 10, 10, 10. 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Auf die Art kommt, ob sie 65 Serien von diesen 40 Bild sind. 5 bevor der superschwarze Puls kommt, 10 für den superschwarzen Puls, 10 danach. Und dann sind wir mit dem nächsten Zeichen unsere 40 Zeichen am Zeichnen. Das ist der gesamte Mechanismus zum Einzeilen produzieren. Und jetzt müssen wir das ganze Bild machen. Wir wissen, pro Zeichen, Schriftzeichen haben wir 8 Zeilen.
Und insgesamt haben wir 24 Zeichen Video, Bild. Was er tatsächlich hat, ist zwei Zeller, beides von 0 bis 15 zählt, von dem der eine voll durchzählt, wenn er fertig ist, am anderen jeweils ein Dritt geht, wo auch wieder voll durchzählt. Damit kommen wir zu 256 Zeichen in Zeilen insgesamt. Von denen eine kleine Erkennungslogik nur sagt, sind wir unter oder oberhalb von 192. Für die ersten 191, also 0 bis 191, die ersten 192 Zeichen gilt, das sind 8 mal 24 Zeichen. Sobald 192 erreicht wird, klemmt Zeichnen ab. Die ganze 65er-Zählerei passiert immer noch, aber das Zeichnen passiert nicht mehr. Damit hat er mal das Bild geladen. Wie für das Problem, dass er auch da wieder einen super schwarzen Puls machen muss und B, der Fernsehapparat mit 262 Zeilen rechnet. Also hat er nur eine Flick-Schaltung drin, wo genau einmal ein gewisser Ort ausgelöst wird und noch schnell sagt, Stoppzähl, 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 ein paar Mal auch so 6 Zeilen hintereinander am anderen Dritten in den Arsch gibt. Und damit können wir auf 262 rufen. Und während der Zeit wird er gerade noch den super schwarzen Puls produzieren. Wie man sieht, ist es ziemlich gebastelt, das Timing dort. Auf die Art kriegt er mal grundsätzlich das ganze Raster an. Und wir wissen, wenn ein Fontchip Muster liefern kann. Das nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen wissen, welches Muster. Und dafür brauchen wir einen Videospeicher. Und jetzt gibt es etwas ganz Lustiges. Der Videospeicher, ihr seht, wie groß die Chips da unten sind. Wenn ihr da oben schaut, seht ihr da zwei kleine Halbchips. Nochmal zwei kleine Halbchips da und da hinten nochmal zwei. Das sind die Videospeicher. Wieso haben die Chips nur 8 Pins? Ganz einfach. Da, wo man mit den 70er Jahren, ist man sich noch nicht ganz sicher gewesen, wie man Speicherchips baut. Die Speicherchips da sind relativ spät erschienen. Die Idee ist erst einmal 1970 aufgekommen. Und davor hat einer schon die Idee gehabt, man könnte doch auch einen Chip machen, wo eine Reihe Bits hintereinander sind, ohne die Möglichkeit, die Dinge auszuwählen. Die Idee ist, du schaust vorne ein Bit anhängen, ein zweites Bit anhängen, plopp, ein drittes Bit anhängen, plopp, und die ploppen auch so alle durch, bis sie am Ende rauskommen, geht ein raus, das nächste Bit, wo ich geht der zweite raus, das Bit hinten, der dritte geht raus. Das sind einfach quasi eine Reihe, eine Perlenreihe. Und die Chips sind praktisch, man kann sagen, um 1969 aufgekommen und Mitte 70er Jahre wieder verschwunden, weil sie nicht so praktisch gewesen sind. Aber für etwa 5-6 Jahre lang sind die das dichteste am Chip gewesen, den man hat. Und er hat genau die komischen Chips da verwendet. Man freut sich jetzt wieso, bis man einen Kommentar vom Designer liest. Es sei ihm darum gegangen, den Rechner möglichst klein zu bauen. Es ist nicht nur Sache, wo möglichst wenig Chips, sondern auch möglichst kleine Chips, kompakt etc. Und der Chip ist halt halb so gross. Noch schlimmer, weil er die ganzen Leitungen hat zum Auswählen, welches Bit drin ist, nicht hat, ist auch die ganze Schaltung, wo die Bitnummern produziert, nicht nötig. Und ja, Nachteil, man kann die Bits nur Reihenfolge bekommen, aber hey, wir sind nur ein Bild zeichnen, wo man eh von oben durchzeichnet und wieder von oben durchzeichnet. Und wirklich hat er gefunden, der Trick verhebt für ihn. Und ja, die ganze Videoschaltung, der restliche dreht sich quasi darum, wie hat er den ganzen Nachteil von den Chips kompensiert. Weil erstens, wir wollen 40 mal 24 Zeichen auf den Bildschirm bringen. Das sind 960. Die Chips haben 1024 Bit drin. Wir müssen 64 überspringen. Zweitens, jede Videozeile besteht aus 8. Also jedes Zeichenzeichen besteht aus 8 Videozeilen. Die Chips geben 40 Bytes von sich und die sind schon weg. Also haben wir noch zusätzlich zwischendrin der da, was ist das? Ein kleiner Zwischenspeicher, der genau auf 40 mal 6 Bit ausgelegt ist. Während der ersten Zeile von diesen 8 dann unsere grossen Videospeicherchips 40 Bytes von sich geben, einmal, und der kleine zeichnet sie auf. Für die nächste 7 Videozeile wird der kleine sie von sich geben. Für die nächste Textzeile wird wieder der Großspeicher einmal von sich geben und der kleine zeichnet auf. Kleine Flicklösung. Ach ja, und die ziemlich auffälligen Bauteile neben da sind oder dazu da, Eigenschaften von dem Chip wiederum zu korrigieren. Wer die blöde Eigenschaft, dass er seine Spannung zwar auf 0 abziehen kann, aber nicht auf 1 Volt rauf. Also sind die Widerstände dort einfach 1 Volt Lieferanten, falls nicht, kein 0 herkommt. Das ist so ein Flick vom Flick.
die Chip-Technologie, die er verwendet wird, hat so nette Eigenschaften. Damit können wir mal durch unsere ganzen Zeichen hindurch, bis eben, nachdem das Bild gezeichnet worden ist, uns 64 Zeichen zu viel im Sinne des Speichers. Warte mal, wir haben die Eigenschaft, dass wir pro Zeile, die man zeichnet, 40 Zeichen rauslösen. Sag 64 durch 40 Teile gar nicht. Wir haben eine weitere Logik, dass wir sowieso nur auf jeder 8. Videozeile machen. Wir haben eine Logik, die es seit 192 benutzt, 64 Zeilen nicht benutzt. Von denen wir auf jeder 8. gleich 8 Zeilen, wir müssen pro Zeile 8 Bytes wegwerfen. Aber wir können ja pro Zeile 40 Bytes auslesen. Und dann hat er plötzlich gemerkt, 40 durch 8, das ist 5. Moment, wir können doch ins Senderpaket zählen. Mit Zahlen, die 0, 1, 2, 3 bis 7, 8, 9 laufen. 0 bis 7 sind 4 Fünftel. 8 und 9 sind 1 Fünftel. Ha! Schaltung, solange wir in der Variante, in der Zeile 0 bis 7 sind, können wir in den dunklen Zielen nicht schieben. Nur für jeweils 2 von 10 Zeichen, insgesamt 8 pro Zeile, können wir schieben. Und wenn wir das 8 mal durchziehen, dann haben wir genau unsere 64. Und auch nach solcher Logik ist die Timing-Logik gezeichnet, Design von dem Ding. Völlig schräg, aber es hat funktioniert. So. Nächster Trick. Wir haben den Speicher, wir haben ihn ausgelesen, wir haben unseren Font. Halt, wir müssen auch noch irgendwelche Daten in den Speicher reinkriegen. Wofür er dann gefunden hat, wenn der Speicher durchläuft, dann kriege ich bis so hinten raus. Sie müssen vorne wieder eingefügt werden, dafür würde sie durch den Schalter durchschicken. Die beiden Schalter sind der Chip da, nein, entweder der oder der, bin ich nicht sicher. Und für das werde ich da hinten auch nochmal einen von der Umgebung. Die Schalter haben die lustige Eigenschaft. Im Normalfall sind sie auf Durchreichen. Das heißt, was rauskommt, gerade vorne hin, endlos. Das ist genau das, was man machen will, wenn man das Bild endlos wiederholt, eine Stunde lang anschauen will. Ich will das Zeichen ändern. Einfach, wenn das Zeichen vorbeikommt, Schalter umschalten, anderes Zeichen reinschalten, rückerschalten. Funktioniert. Bis man merkt, das heisst, man kann den Videospeicher nur dann beschreiben, wenn genau das Zeichen in der alten Form ausgegeben wird und man dann das neue anstelle vom alten reinschreibt. Da der ganze Bild-Zeichen-Vorgang 60 Mal pro Sekunde basiert, heisst das, 60 Mal pro Sekunde haben wir eine Chance, das Zeichen zu beschreiben. Und ja, das heisst, wir können maximal 60 Zeichen pro Sekunde im Videospeicher schreiben. Bei 40 pro Zeile heisst das, ein Textzeile rausgehen, geht 2 Drittel Sekunde. Alle 24 Zeilen komplett das ganze Bildschirm vollschreiben, 16 Sekunden Schreibzeit. Das ist das Verhalten vom Rechner, das man tatsächlich beobachten kann. Ich habe 2019 in Berlin einen Nachbau von Apple I in Betrieb gesehen. Der Typ hat gefunden, der Rechner steht da. Was mache ich, damit die Leute, die vorbeilaufen, sehen, dass da etwas passiert auf dem Rechner? Ganz einfach. Es hat ja im Betriebssystem die Möglichkeit, Speicherdaten darzustellen. Er tippt einfach hin, tue die ganzen 64 Kilobyte vom Speicher von vorne nach hinten darstellen. Pro 8 Byte eine Zeile. Ungefähr eine halbe Sekunde, bis es nicht ganz vollständig ist. Die 64 Kilobyte brauchen folglich ziemlich lang. Das sind 8000 Zeilen zu halbe Sekunde, 4000 Sekunden, Licht über Stunde. Auf einmal Kommando eintippen, Enter und eine Stunde lang tut das Ding auf Loszeichen. Nach einer Stunde hört das Ding auf, stellt nochmal Start, das Programm nochmal eintippen, laufen. Weil die Ausgabe ist wirklich langsam. Aber das Verhalten, es hat funktioniert. Wie gesagt, es ist ein bisschen Gebastel von, was kriegen wir gerade mal zum Laufen. Jetzt ist nur die Frage, wie geht der Lesevorgang vor sich? Und da jetzt, wir wissen, der Portchip, der kann nur mit einzelnen Bytes umgehen. Von der Tastatur ist die Bedingung klar gegeben worden, der Tastatur muss komplett fertige ASCII-Codes liefern. Der Benutzer drückt das A oder Shift A oder Ctrl A, das muss die Tastatur komplett abhandeln. Der Rechner kommt nur ein Byte über, wo entweder A oder Shift A oder Ctrl A bedeutet. Selbige auch die Ausgabeelektronik. Der Prozessor hat ein A und wie das Ding raus, er wirft auch die Zahl vom A hin raus und dort hinten soll der gefälligst schauen, was passiert. Dafür haben wir eben genau die Fonts-Tabelle, die ich vorhin gezeigt habe, die hole ich jetzt wieder.
mal schnell. Wenn ich schaffe mit dem Trackpad zu greifen, das Fenster ist leicht. Passt das noch auf den Bildschirm? Ja. Die Zeichen, wenn man sieht, da habe ich die Codierung zusammengefasst. Es gibt Zeichen 32 Leerschlag. Also über alle Zeichen, gut, wir wissen ja, Computer können auch nur rechnen. Alles ist Zahlen im Computer. Auch wenn ihr Text eintippt, wenn ihr Ziffer 0 bis 9 eintippt, sind das offensichtlich Zahlen. Aber auch Buchstaben A bis Z sind Zahlen. Und zwar gilt, 32 ist ein Leerschlag. Ab 48 sind Ziffern, ab 65 sind Grossbuchstaben und ab 97 sind Kleinbuchstaben. Das Einzige, was die Schaltung noch macht, wenn ich irgendeine Zahl in den Bereich aufschicke, reinwerfe, tut sie A, übersetzt in die Zahl, das ist die Zahl, die tatsächlich in den Videospeicher geschrieben wird. Das wird wiederum übersetzt auf die Zahl, zum an den Fontchip herangehen, und das ist das, was der Fontchip auswirft. Und ja, Kleinbuchstaben werden einfach auf die gleiche Zahl geworfen wie Grossbuchstaben. Interessante Methode wird oder das Zusammensammeln. Wir wissen, dass die Zahlen alles 7-Bit-Zahlen sind, weil Bereich 0 bis 127. Er tut nicht einfach die hinteren 6-Bit, er tut hinteren 5-Bit, 1-Bit wegwerfen und dann das nächste Bit in den Speicher rein. Warum? Weil es bedeutet, genau das Bit, das Gross- und Kleinzeichen von unterscheidet, fliegt raus. Zum zeitigen Tricks oder Methode, wir haben gerade den Zeichensatz kompaktiert mit 0 Chips verbrauchen. So kommen die Zeichen rein. Das ist noch problemlos gegangen, solange man hinterläuft. Aber halt mal, wir werden auch am Ende der Zeile sagen, abbrechen von der Zeile, nächste Zeile aber. Dafür gibt es eine Erkennungsschaltung. Das Einzige, was die Schaltung macht, ist, die schaut die Nummer, die reinkommt, da und sagt, 32 bis 127 rauf, ist ein Zeichen. Warte, bis der Zeitpunkt kommt, klick rein, klack. Wenn unser Zeilenende kommt, das ist Zahl Nummer 13, gilt theoretisch, dass die Wegwerfschaltung da daraus ein Minus machen würde. Ihr wollt natürlich nicht, wenn ihr Zeilen-Character macht, dass in eine Reihe Minus kommt, oder hat natürlich immer nur ein Minus. Deshalb eben die Schaltung sagt, unterdrückt das mit dem Einschreiben. Was soll stattdessen geschrieben werden? Eine Serie Leerschläge, bis die Zeile fertig ist. Und jetzt hat er wiederum etwas ausgenutzt, der Schaltchip, wo zwischen altes Bild wiederholen, neues Zeichen einfügt, setzt. Der Chip ist ziemlich universell gebaut, dass man mehrere davon ansetzen kann, um mehr als nur zwei Sachen auswählen. Bei dem sagt, der erste Chip macht 1 und 2, der zweite macht 3 und 4, der andere 5 und 6. Aber welcher Chip aktiv wird, kann von extern gestört werden. Und ein nicht aktiv gestellter Chip gibt einfach ein Null vor sich her. Videospeicher auch nicht, sehen wir genau das. Gewählt worden ist die zweifache Übersetzung, damit der Leerschlag ein Null ist. Sprich, genau in dem Moment, wo die Zeile wiederholt kommt, tut er einfach dem Chip sagen, egal was jetzt reinkommen würde, wie der Chip schaltet tatsächlich um im Versuch, das 13 in den Speicher zu befördern, kein Null hin und raus. Und damit können wir Leerschläge in den Speicher speichern. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, ab jetzt durchgehend Nullen, bis die Videoelektronik hinten sagt, fertig, 40 Zeichen, dann wieder weg. Und damit haben wir die ganze Zeile auch mit Leerschlägen gut gefüllt. Und weil der Cursor quasi gerade hinten rausgefallen ist, ist er automatisch am Anfang der nächsten Zeile. Zeichen, Zeichen, Zeile, Zeichen und Buch, pfff, Leerschläge. Und so tut er quasi das ganze Ding vollschreiben. Wiederum mit einem praktischen Nullaufwand. Er muss quasi wirklich nur den einen Code erkennen. Ach ja, alle anderen Codes zwischen 0 und 31, dann werden einfach missverstanden als Zeilenumbruch. Weil die dumme Software soll das auf Keks nicht schicken. So, das ist Speicher einschreiben. Was ein weiteres Problem gibt, jeder, der einen Bildschirm kennt, der leer ist und weiß, man fängt von oben an schreiben, irgendwann schlagen wir unten an und die nächste Zeile wäre zum Bildschirm rausgefallen. Es gibt keine Unterscheidungslogik für das. Warum? Weil der Bildschirmlöschvorgang von dem Rechner besteht einfach drin, wenn man den Löschknopf drückt, tut er einfach eine ganze Serie von Zeilenvorschub liefern. Das heisst, egal wo in welcher Zeile man ist, mit Leerschlag füllen, pip. Sofort und wieder Zeile, leer füllen, füll, 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 füll,
und pff, da stirbt das Bild oben raus. Da erfüllt mit der Geschwindigkeit von 60 Zeilen pro Sekunde, heisst das, innerhalb von 0,1 Sekunden ist putsch, das Bild leer. Und damit haben wir das Leerbild schon erreicht mit Minimalaufwand. Interessant, der zweite Effekt, also Cursor ist per Definition unten links. Er ist nicht oben links auf dem Leerbildschirm, sondern unten links. Fazit, unsere nächste Zeile zeichnen wird automatisch einfach genau dasselbe einmal aufrücken machen. Und wir müssen überhaupt nicht erkennen, ob es Cursor unten nachkommt. Weil er ist schon unten, per Definition. Er ist nie auf etwas anderem als die Unterzeile. Das ist unsere Video-Hardware von der Sorte Primitiv. Was hat er sonst noch nette Sachen drin verbaut? Es gibt nochmal irgendeinen blöden gemeinen Trick, den er hat. Ach, jetzt muss ich mir, dass der mir entfallen ist. Was hat er das als Verhalten? Was hat er nochmal etwas? Ist nochmal irgendein Trick in der gemeinen Videoschaltung drin? Gut, lassen wir mal die Videoschaltung so weit. Das ist schon mal grundsätzlich, was sie macht. Ah ja, eine weitere Eigenschaft. Wir haben gesehen, es gibt den Code 13 für einen Zeilenvorschub. Was macht unsere Software, wenn sie der Meinung ist, ich hätte gerne den Bildschirm gelöscht? Antwort: gar nichts. Die einzige Möglichkeit, den Bildschirm zu löschen, ist mit einem Knopf auf der Tastatur. Jeder kennt einen Reset-Knopf. Die Maschine hat zwei Reset-Knöpfe. Einen Prozessor-Reset-Knopf und einen Bildschirm-Reset-Knopf. Der zweite darf den Bildschirm löschen. Interessante Eigenschaft, der Benutzer will den Bildschirm gelöscht haben. Putsch. Der Prozessor merkt auch nichts davon. Es gibt keine Eingabe dabei von der Tastatur, wenn der Benutzer das macht. In gewissem Maße ist das genau wie beim Drucken, wo man kann das Papier vorwärts spulen und der Rechner merkt auch nichts davon. Also, wie beim alten Nadeldrucker. Einfach einen Knopf drehen. Und der Bildschirm ist genau so. Der Rechner tut einfach nur Zeilen ausgehen, kann nicht löschen. Der Benutzer kann löschen, der Rechner weiß nichts. Zwei separate Sachen. Ach ja, wenn wir gerade dabei sind, der Reset-Knopf vom Rechner ist nicht notwendig. Der Rechner hat keine eingebaute Reset-Logik. Jeder ist sich gewohnt, wenn man einen Rechner einschaltet, macht das Ding automatisch ein Reset. Nicht der. Es ist explizit festgehalten, man schaltet ein, der Prozessor stürzt einfach ab, weil er keine Software hat. Reset-Knopf auf die Taste drücken, dann kommt er zu sich. Weil primitiv. Ist übrigens im Apple II auch so. Ist erst im Apple II Plus korrigiert worden, das Verhalten. So, damit haben wir die Videoschaltung in der Beziehung durch. Nochmal irgendetwas. Gut, wir lassen die Videoschaltung mal so weit durch. Jetzt nochmal Zeit. Wie weit sind wir im Vortrag? Ob ich jetzt eine Pause geben oder nicht? Sind ziemlich keine Hälfte von Zeit, das heißt, ich mache weiter. So, damit haben wir mal grundsätzlich die Hardware vor euch. Und jetzt, wenn ich die Stand-Taste finde. Also zwei Vergleiche lade ich vorher aus, wenn wir schon halbwegs zur Zeit durch sind. Wie benutzt man das Ding? Also erst einmal, ihr wisst, 1/4 KB Betriebssystem. Ich glaube, ich muss euch nicht überschweren, dass es da drin keine grosse Software hat. Ach ja, Entschuldigung, das letzte Video-Feature ist mir noch eingefallen. Cursor-Position kann man nicht verschieben. Jeder ist sich heutzutage gewohnt, wenn ich in der Textverarbeitung sage, oder auf der Zeile oben, ich habe einen Fehler, ich höre Cursor rauf. Geht nicht. Der Cursor steht unten links, außer man schreibt, nach Zeile fertig, schon wieder unten links. Er kann nur vorwärts laufen. Man kann nicht retour laufen. Man kann auch, selbst wenn man einen Tippfehler macht, nicht mit der Korrekturtaste zurücklaufen. Es hat auch keine Korrekturtaste. Was es auch noch als einen Seiteneffekt davon hat, der Benutzer, wurde ich euch gesagt, da kommt im Betriebssystem noch einer drin. Ja, stimmt, Positionierung, das ist echt das Ziel, es ist nicht positionierbar. Eine weitere Eigenschaft, der Cursor steht wirklich immer auf einem Leerschlag. Weil das ist immer dort, wo das nächste Zeichen rankommt. Nach einem Zeilenumbruch haben wir eine Zeile vor einem Leerschlag. Nach dem Zeugszeichen ist immer ein Leerschlag. Wenn er hinausgeht, ist ein Zeilenumbruch, er steht auf einem Leerschlag. Wie tut er den Cursor darstellen? Wir haben uns ein Fontrom gesehen. Das Fontrom hat kein Cursor-Zeichen drin. Was macht er? Er hat eine kleine Schaltung drin, die mit einem Analog-Blinkgeber 1 Bit, wo vom Speicher zum Fontchip geht, reversiert oder nicht reversiert, blinkendmäßig. Im Handbuch steht einfach, es hat einen blinkenden Cursor.
Nachdem ich die Schaltung analysiert habe und gesehen habe, wo die Leitung hin ist mit dem Blinkgeber, ist es klar, er tut das Space, wo als nächstes überschrieben wird, durch ein Add-Zeichen ersetzen. Und wieder, das heisst, der Cursor ist ein blinkendes Add und kein blinkender Block. Das kann man erst durch Analyse von der Schaltung feststellen oder durch das Gerät anschauen. Und das Gerät anschauen ist bei der Seltenheit ziemlich selten heutzutage. Das war der letzte Trick, der Add-Cursor. So, jetzt wo ihr die Hardware habt, wie tun wir das Ding benutzen? Als erstes mal, das Betriebssystem implementiert das, was man als Maschinencode-Monitor bezeichnet. Das Ding hat genau drei Funktionen. Speicherinhalt anschauen, Speicherinhalt verändern, Speicherinhalt das Programm ausführen. Das ist die einzige drei Funktionen, die das Betriebssystem kennt. Zeugs darstellen besteht darin, dass der Benutzer einfach in Hexadezimalzahlen eine Speicheradresse eintippt. Zum Beispiel, wenn ihr FF00 eintippt, was der Anfang vom Betriebssystem ist, wird der Rechner ausgeben, FF00.db. Weil das ist das der Inhalt von dem ersten Byte vom Betriebssystem. Wenn der Benutzer in der Ganze gibt, zum Beispiel 2b, kommt man 00 über. Wieso? Weil das ist im RAM, wo bisher noch nicht reingeschrieben worden ist. Und wir wissen ja, das RAM ist vergesslich. Rechnen geschalten ist das einem deutlich länger als ein paar Millisekunden ohne Strom da gewesen, ohne Refresh, also hat es überall Nullen drin. 00 ausgeben. Oder der Benutzer will Tippfehler korrigieren, kein Problem. Ich habe 2.8, ich habe 2b wollen, einfach weiter 002b tippen und es funktioniert. Weil der Tastenauswerter dort einfach die letzten 4 Ziffern als Adresse anschauen. 6 Ziffern sind einfach 2 vorne rausgehebt. Man kann auch tatsächlich korrigieren, obwohl der Videogenerator ja nicht korrigieren kann. Ich habe 2.8 tippt, ich tippe Underscore B und der Rechner wird das 2B implementieren, weil der Rechner wird, nachdem er ein Unterstrich gesehen hat, sagen, das letzte 8 wegwerfen, aber der Videoausgabe hat das 8 drauf und das Underscore, wo du tippt hast, wird auch noch aufgezeichnet. Damit heißt es einfach, ich ignoriere es bei voran, der Prozessor ignoriert jetzt auch. So, man kann auch mehrere Zahlen hintereinander tippen und dann geht einem der Rechner einfach mehrere Zeilen raus. Leerschläge sind schneller tippt als Carriage Return, weil das ist schön nicht dort drin. Das ist schon mal das Erste. Weiterhin kann man ganze Blöcke ausgehen lassen. Zum Beispiel, wenn ich da einfach ein FF00.FF1F ausgebe, dann weiß er, dass er den gesamten Block von 32 Zeichen ausgeben muss, was er in 4 Zeilen zu je 8 Zeichen macht. Wieder interessant, ich kann einfach danach sagen, okay, das ist wieder die nächste Byte, dann mache ich .ff3f und dann gerade implizit darauf, dass ich ff20 davor gesagt habe. Warum? Weil er hat bis 1f gemacht, der nächste wäre 20, das weiß er und dann das automatisch einfügen. Wie gesagt, Apple, benutzerfreundlich. Das zeigt sich da zum Beispiel. So geht es dann weiter. Ach ja, ist das? Ich kann auch ohne weiteres Misch machen von Bereich mit Punkt und Einzelzahlen, dann gibt es einfach jede einzelne Zeile so ausgehen und auch da, das mit dem Weitervorsetzen, das ist völlig universell. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich irgendetwas eintippe, wie das da oben, dann stellt das vom Standpunkt vom Rechner zwei Kommandos dar. Da ist eine Liste wie FF00 aus und mache dann weiter bis FF1F. Und daher sehr universell auch Blöcke ausgeben. Ach ja, was die Hexbytes bedeutet, das muss man selber wissen. Da steht auch im Handbuch, was sie bedeutet. Ich komme nachher dazu, was es sind. Das nächste ist Speicher editieren. Ah ja, ich habe hier FF als Beispiel genommen, das ist das Betriebssystem. Für die Leute, die nachher die Heimat anschauen, ich habe das gesamte Betriebssystem, so wie es ausgehen würde, wenn man alle 32 Zeilen ausgibt vom Betriebssystem, ist einfach die Byte-Serie da. So. So, Eingabe. Wie tut man das User eingeben? Antwort. Wenn ich zum Beispiel den Speicher ab 300 verändern will, ich kann 300.30f, er gibt 16.0 Bytes raus, das ist mein aktueller Zustand. Ich will etwas eingeben. Ich mache einfach 300.00 Doppelpunkt.
Und dann einfach Leerschlag, Wert, Leerschlag, Wert, Leerschlag, Wert und so weiter. Interessant, er gibt mir nachher 13, gibt mir an 0300, Doppelpunkt 00. Weil ich habe zwei Kommandos ausgeführt. Ich habe das Kommando Setz-Adress ausgeführt und dafür wird das Byte ausgegeben. Dann erst interpretiert der Doppelpunkt und sagt, oh, der wird zu viel überschrieben und erst einfach treu überschrieben. In 20 wird da Altwert und nicht Neuwert dargestellt über. Nicht verwirrend, aber. Und danach kann ich nochmal auslisten, das Ganze sagt, da sind jetzt meine ganzen Werte drin, die ich eingetippt habe. So. Und schließlich kann ich auch noch Kommando starten. Wenn ich 300R tippe, R heißt Run, dann sieht man folgendes, wie wir sind. 300 Byte ausgeben, mein neu gesetzte, weil das heisst, wie das ist das, wieder der Effekt, und dann kommt das A. Das kommt von meinem Programm. Ich kann nochmal R tippen, dann gibt es eine Leerzeile, weil ich nichts eingegeben habe, nur weil ich keine Adresse eingegeben habe und folge ich der Rechner nicht der Meinung ist, dass ich das auch sehen will und für, wieder, weil mein Programm muss man das A ausgeben. Die Byte-Sequenz, die wir da eingegeben haben, das ist ein kleines Programm, das A ausgibt. Kommt nachher darauf, wieso das tut. So. Kassettenband, weil ich glaube, überlege alles. Ja. So, was bedeutet die blöde Zahlen? Bisher habe ich einfach gesagt, Hexzahlen eingegeben. Tatsächlich so, Computer arbeiten prinzipiell mit Zahlen und es gibt einfach einen Code. 0 bis F sind auch 4-Bit-Muster. Ich habe da eine Kommunikation, man kann sich merken, zum Helfen, wie es mir merkt, aber grundsätzlich sind einfach die 4-Bit-Muster und wenn man zwei Hexziffern macht, sind es insgesamt 8-Bit. Damit kann man das Byte auslesen, also lesen oder einschreiben. Ach ja, als Vergleich der Konkurrenz zu dem Zeitpunkt, ein Byte eingeben sind 8 Schelterli. Auf fürs 1, aber fürs 0 und einen Druckknopf. Ihr wollt eine Gruppe von Bytes. Adresse eingeben, setzen und nachher klick, 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 einzelne Bytes, wo 8 Lichtdioden dargestellt werden. Wenn man das vergleicht mit dem, benutzerfreundlich. So. Die Zahlen, wenn es echt beliebige Zahlen sind, kann man nicht viel machen. Text, wie gesagt, da kommt die als ASCII-Tabelle wieder. Wenn ich ein Beispiel den Text Apple 1 eingeben will, dann muss ich einfach schauen, A ist da in der Tabelle, in der Zeile, wo CX ist, an der Position 01, also muss ich C1 eingeben, damit ich A im Speicher habe. Und wenn man vorne das kleine Beispiel anschaut, ist C1 ist an einer Stelle drin. So kann ich die ganze Zeichen eingeben. Das ist wie das Beispiel, wie sie geht. So, da kann man Speicher editieren. Aber halt, wir wollen ja das Programm eingeben. Wie tut man Programm in Zahlen umwandeln? Und davon muss man jetzt wissen, wir haben den Prozessor von Typ 5602, weil die Zahlen, die man zum Programm schreiben braucht, ist bei jedem Prozessor anders. Jeder Hersteller von Prozessoren gibt einem eine Tabelle raus mit, ich kann das und das, das sind die Codenummern dafür. Und jetzt muss ich euch, da ziemlich viele Leute gesagt haben, sie können programmieren, weil ich euch einführen, kurz einführen geben, was der Prozessor genau macht. Wenn ich eine Rechnung von der Sorte Variable A gleich Variable B plus Variable C machen will, ist der Prozessor leicht zu dumm, dass ich ihm drei Variablen gleichzeitig mitteilen kann. Also was ich eigentlich mache, ich habe einen temporären Speicherstelle im Prozessor namens Akkumulator und ich sage ihm einfach, befördere B in Akkumulator, im zweiten Schritt addiere C zu Akkumulator, im dritten Schritt speichere Akkumulator in Variable A. Ich kann nur solche Zahlen eingeben und jetzt muss ich vielleicht brauche ich die Tabelle selber, weil die kann ich nicht auswendig. Und das war das falsche Fenster. So, wo habe ich jetzt das Fenster? Ah, da, den da hinten. Der hat hier hinten. Nein, nicht wie gesagt. Den da gerade schon. Dich brauche ich. So, wo habe ich die Tabelle wieder? Weil die habe ich nicht auswendig. So, da ist die Zusammenfassungstabelle.
Martin, könnte ich euch eigentlich auch auf die Anzeige eigentlich. Na, aber halt, ich höre es auch nicht zum Bildschirm raus. Wo ist mein Cursor wieder? Ist schon wie immer, ja, hast du gemerkt. Da ist das Fenster jetzt noch hin. Wo ist mein Cursor jetzt wieder dran? So. So gesehen sollte die Tabelle nur so ungefähr. Ich habe hauptsächlich Arithmetik befehlt, da mein Load A, das ist der Akkumulator gleich B. Ich habe mein Add, wo die Addition ist, und ich habe mein Store, wo ich auch nicht da, zum Speichern. Das Entscheidende ist, die Tabelle sagt mir, dass ich 8 Arithmetikbefehle insgesamt habe, wo alle mit diesen Codenummern anfangen. Also ich habe von jedem 8 verschiedene Varianten, wo da oben wiederum Tabellen zusätzlich sind. Wenn ich zum Beispiel den Load A eine Variable nehmen will, dann muss ich, wo ist das Ding an? Wo ist das Ding an? Da. Dann kann ich mit der Variante Codus A1 plus 04 zusammengesetzt ist, also A5, sagen, ich hätte gerne von einer Variable reingeholt, gefolgt von einer Zahl, wo die Nummer von einer Variable ist, wo sie im Speicher rumliegt. Ich will eine Konstante dazu addieren, dann muss ich eine Addition einerseits nehmen, in Konstanten bedeutet, da ist 0,8 dazu, und danach die Konstante. So muss ich quasi meine Bytes reingehen. Bis Programm Befehl für Befehl aus üblicherweise Byte Berlin, weil man hat übrigens ein Byte von so einem Code und dann ein Byte, wo eine Adresse oder eine Konstante ist. Adressen können auch zweibeitig sein, falls ich irgendwo aus dem Speicher holen will, nicht aus den ersten 256 Bytes. Und was ich vorhin gesagt habe, der Speicher muss am Anfang REM sein, bei 0. Weil die ersten 256 Bytes werden schneller behandelt. Sie brauchen nämlich nur 2 Bytes an Programmcode statt 3 Bytes. Es gibt schließlich auch noch gewisse Operationen, die können nur mit den Bytes dort arbeiten und sind gar nicht brauchbar, wenn kein Speicher dort ist. Es gibt wieder ein paar Aktionen, die genau in der zweiten 256 Bytes Nummern ablaufen können. Und daher ist es praktisch obligatorisch, dass man die ersten 4 Kilobyte ab 0 im ersten Block anleitet. So, das sind mal unsere Bytes. Ich werde aus denen jetzt weitergehen und euch jetzt grundsätzlich mal zeigen, wie der Programmcode für den Ding aussieht. Nachdem man all die Befehle hat, können wir anfangen zu schauen, was in dem ROM drin ist. Erstens, der Prozessor hat neben seiner Eigenschaft, unten muss RAM sein, gibt es eine Rücklage, oben muss ROM sein. Daher ist auch das Betriebssystem wie FF oben, weil die hintersten 6 Bytes zeigen dem Prozessor, wo er alles findet. Im Reset-Fall oder im Fall vom dritten Anspruch der Tastatur oder im Fall vom dritten Anspruch der Videoanzeige. Dafür müssen 3 Adressen vorhanden sein. Von denen nur eine tatsächlich genutzt ist, weil die anderen beiden einfach mit Müll gefüllt sind, weil er genutzt. Dahinter finden sich auch noch tatsächlich 2 ungenutzte Bytes. Das heißt, von den 256 Bytes hat er tatsächlich 2 nicht benutzt. Das ist die Tabelle oben. Das Entscheidende ist natürlich das da. Die Reset-Zahl, dass er bei FF00 anfangen soll, das heißt genau am Anfang vom ROM. Folglich gehen wir es da weiter und schauen, was geschieht. Nein, ich habe zuerst Treiber aufgeführt. Jeder weiß, Betriebssystem braucht Treiber. Das da, 4 Befehl, 9 Bytes, ist der gesamte Ausgabetreiber. Der Treiber besteht genau aus mit dem ersten Befehl, WIT. Mit dem kann er eigentlich ein Byte zum Speicher rausholen und testen, was ein Inhalt drin ist. Insbesondere, ob es positiv oder negativ ist oder ob es 0 oder nicht 0 ist. Er braucht 2 oder 3 Bytes Adresse, weil das ist einer von den Befehlen, der halt die grosse Adresse braucht, weil man auf den Portchip zugreifen will. Und das Einzige, was der Byte macht, ist, dass er hole vom Portchip das Byte in dem Staat über die Taste, über die Videoelektronik das Byte abgenommen hat und verarbeitet hat oder noch nicht. Dann, falls es negativ ist, Branch on Minus heißt das BMI, dann wiederholen. Test normal, ist immer der Fall, wiederholen. Spul dich so lange in den Kreis um, bis die Videoelektronik fertig ist, dann wird das Byte, das kommt, positiv sein. Und dann kommt der erste Befehl, speichere in den Chip rein,
Und Videoelektronik kommt automatisch da gerade über, ist nochmal das Zeichen da, verdaut das Ding. Und RTS heißt jetzt einfach zurück zu dem Programm, wo das umgeprüft hat. Für die, die programmiert haben, will Return kennen, die eure Programmiersprache, RTS ist quasi der Return von der Maschine. Ach ja, und Abspeicherung, woher man gekommen ist, wo der RTS braucht, um wieder zurückzuspringen, das ist genau, wofür die zweite 256 Bytes notwendig sind. Sind dort keine RAM, kann der Prozessor kein Unterprogramm sich merken. So, das ist der Treiber. Der Tastatur-IPO-Treiber kommt später, aber wir haben jetzt noch Hilfsfunktionen. Jeder von euch weiß, es gibt so nette Sachen wie System-Libraries, in denen tonnenweise Funktionen umgehen können. Apple 1 hat eine System-Library bestehend aus zwei Funktionen. Die erste Funktion ist, nehme ein Byte, extrahiere 4 Bits daraus und drücke das als Hexzahl aus. Das Einzige, was die Routine macht, ist mit dem ersten Befehl die vorderen 4 Bits ausnullen, damit es nur noch eine Zahl im Bereich 0 bis 15 ist. Mit dem zweiten Zähl wieder vergleichen, ist das Ding grösser 9 oder nicht. Falls es nicht grösser 9 ist, aber falsch. Zuerst würde ich da mal eine Addition machen, die Werte von 0 bis 15 aufschieben, auf den Wert, der stimmen wird für die Ziffer 0 bis 9. Weil wir wissen ja, dass die C0 bis C9 sind bei der Ausgabe, also wird C0 addiert. Dann gibt es den Test, sind wir grösser 0, grösser 9. Falls nicht, haben wir bereits schon den richtigen Code raus muss. Falls wir über 9 sind, dann müssen wir 7 Zeichen überspringen. Und zwar die 7 Zeichen, die 6 Zeichen, die nach dem 9 in der 16er Zeile sind, plus das Add. Also gibt es noch plus 7. Und dann kommt etwas Interessantes. Die Routine hat weder einen Return, noch einen Sprung oder einen Aufruf von der Ausdruckroutine. Warum? Weil sie direkt vor der Aufruf von der Ausgaberoutine im Speicher startet. Das heißt, er läuft einfach weiter in die andere, in die Ausgaberoutine. Wir sparen uns ein Unterprogramm auf Ruf und Return. Und damit 4 Bytes. So. Wie wir aber gesehen haben, beim Benutzen werden sehr oft ganze Bytes ausgegeben, wo 2 Hexziffern sind, weshalb die Routine nun ist. Die macht nichts anderes als speichere das Byte, das ausgegeben ist, dividiere es 4-mal durch 2, überschieben, womit die hinteren 4 Bits verloren gehen. Das ist eine Eigenschaft von dem Rechner. Das ASCII-Wert hat normalerweise 0 bis 127. Aus irgendeinem Grund hat er gefunden, er nimmt 128 bis 255 als Bereich, den er nutzt. Es steht nirgendwo in der offiziellen Dokumentation, warum. Ich habe später unten meine Spekulation, warum er es gemacht hat. Das heißt, hoffentlich bis dann warten. So, da kommt. Hinterher schieben, 4 Bits gehen weg. Jetzt haben wir die vorderen von den beiden Ziffern. Die Ziffern einen Aufruf vom Hexziffer ausgeben. Holen wir das gesamte Byte zurück und gehen wiederum durch in die andere Routine, wo bekanntlich mit einem Werfe vordere Bits weg anfängt. Zweites Hexziffer wird ausgeben, wir haben das ganze Byte ausgegeben. Das ist die gesamte Systemlibrary von der Maschine. So, jetzt kommt Maschinenstart. FF00. Zwei Prozessor-Features abschalten, stört euch nicht. Dann kommt die Konfiguration vom Port-Chip. Wenn ihr seht, der Chip kann zum Beispiel einen Prozessor in anschauen, der kann die Störpins auswerten, der ist konfigurierbar, es gibt 2 Konfigurationsbytes. Das Einzige, was dem Code interessant ist, er tut nicht wie der Akkumulator seine Konstante laden und speichern, sondern wie das Y-Register, was eigentlich für eine Indexrechnung gedacht ist. Ergibt sich das, dass dasselbe Byte, das man da benutzt zum Konfigurieren, später nochmal benutzt wird und damit hat er, weil das nicht im Akkumulator hat, das Byte schon umliegen. Er spart sich wiederum 2 Bytes am Programmcode zum Thema von nicht ganz so übersichtlichem Code. So, jetzt kommt die Zeileneingabe. Der Zeileneditor ist relativ komplex. Es ist der größte Spaghetti-Code im ganzen Ding. Ich habe daher zuerst mal den Routinenteil, der tatsächlich die Tasten reinholt. Ich habe später die ganzen Korrekturen behandelt, obwohl die eigentlich vorne sind, und zeige euch nachher, wie das Ganze zusammenhängt. Weil Spaghetti ist einfacher zu verstehen, wenn man die einzelnen Stränge zuerst gelesen hat. So, auch da gilt,
lese von Podchip, falls Zahl positiv ist, weil noch keine Tastennummer ist, warte. Sonst Zeichen holen, Zeichen ausgeben, weil jedes Zeichen, das du benutzt, so wird ausgeben. Das ist der Grund, warum der Underscore bereits schon, wenn man eine Korrektur macht, Patch auch noch ausgegeben wird. Ich habe meine Falschziffer, die ist ausgegeben worden. Mein Underscore ist ausgegeben worden. Dann die Software korrigieren und etwas wegbefördern und dann kommt ein neues Zeichen, weil alles immer ausgegeben wird. Dann kommt ein Vergleich, ist es ein Carriage Return eingegeben werden, falls ja, sind wir am Ende von Kommandozeilen. Falls nicht, geht es zu einer Routine, in Spaghetti rein, zu Non-CR und das dann nachher auswerten. Ach ja, der Tasteneingabetreiber ist da direkt eingebaut. Die Ausgabe ist separat. Warum? Weil die Ausgabe von x verschiedenen Orten aufgerufen wird. Die Eingabe wird nur an dieser Stelle aufgerufen. Er spart sich wieder einen Jump-Throw-Routine und einen Return-Befehl. 4 Bytes. So, und jetzt kommen die ganzen Sonderfälle. Erstens mal, Vergleich ist es der Underscore. Weil er muss ja eine Korrektur einladen. Falls ja, Backspace. Wo steht? DPY, das ist der Befehl, der den Indexregister um 1 verringert. Also man wissen, er hat neben dem Akkumulator temporary noch zwei weitere im Prozessor drin, die hauptsächlich dafür da sind, wenn man in irgendwelchen Datenblöcken den genauen Ort machen will. Man kann ihm angeben, Datenblock Anfang plus Y oder plus X gibt die tatsächliche Position. Y wird beim Editieren auf 0 gesetzt am Anfang, bei jedem Zeichen eingeben, Zeichen gespeichert, plus 1. Zeichen gespeichert, plus 1, Zeichen gespeichert, plus 1. Wenn nun ein Fehler vorliegt, das letzte Zeichen weg muss, macht einfach das minus 1. Das Zeichen bleibt dort im Speicher. Stört nicht, weil der nächste Tastendruck wird das Zeichen überschreiben und dann plus 1 machen. Auch wenn der Benutzer Return macht, wird es mit dem Return überschrieben werden und 1 plus. Fazit, wir müssen nicht mal das Zeichen löschen, wir müssen nur einfach merken, das Zeichen ist nicht mehr gültig. Dann gibt es ein weiteres Problem. Der Benutzer kommt ja ohne eine Zeile beim Router korrigieren vorne stehen, wo gar keine Zeichen mehr sind. Weil der Benutzer eventuell sich verzählt hat mit der ganzen Unterstrasse, würde er eventuell zum Buffer rausgehen. Wäre nicht gut, als haben wir da einen Test, hätte unser Dekrement Y eine negative Zahl gegeben. Falls ja, Fehler. Und sonst, das ist etwas Verhalten, das er da macht. Was passiert, wenn das Ding kein Underscore ist? Dann geht es weiter mit dem. Vergleiche mit Escape. Ja, das ist etwas anderes. Die Taste Escape wird erkannt als breche gesamtes Kommando ab. Offensichtlich Resultat ist, Y auf 0 setzen. Bis man feststellt, dass er tatsächlich macht, er setzt auf 1 drunter. Wo ist der? Ist das Ding cool auch drin? Wo ist der gegangen? Ah ja, stimmt. Das, was er auch macht beim Abbruch, ist einen Backslash drücken und dann neue Zeilen machen. Das ist Bestätigung, du hast Escape gedrückt. Ein Backslash heisst, diese Zeile ist nichts. Rechne nicht, wie es ausgeführt ist und neue Zeilen ansetzen. Ansonsten eben, wenn das Zeichen normal war, Y um 1 erhöhen und man könnte da hinten zum Buffer rausgehen sein. Was gut ist, heisst, wir sind im Buffer im legitimen Bereich 0 bis 127. Das sind alles positive Zahlen. 128 ist gleich ein Minus, 128 ist eine negative Zahl. Folglich, Test auch positiv, falls gut, falls nicht, Peng, Fehler. So tun, wie wenn der User einen Escape gedrückt hat. Ansonsten können wir weitere Tests, das ist am Schluss der gesamte Editor zusammengesetzt. Ja, er passt gerade auf einem Bildschirm, nicht? Real passiert nun, dass da innen editiert wird, führen kommt und da kommen die ganzen verschiedenen Testvarianten, nächstes Zeichen, Testvariante, nächstes Zeichen, Testvariante, so lange bis Enter rausgeht. Ach ja, der Rechner wird erstmal eingeschaltet oder man gerade den Reset-Knopf drückt. Dann wird es völlig interessant. Weil er vom Setzen von den Portchips im Akkumulator schon etwas drin hat, wo weder ein Underscore noch ein Carriage Return noch so irgendetwas ist, läuft durch die ganze Tests in einer ganz bestimmten Reihe von durch, weil im Y vom Setzen vom Portchip genau zu welchem der Wert von minus 1 drin ist, wird der darin befindliche plus 1, wo ist er schon wieder an, da,
zufälligerweise genau null produzieren. Und somit geht eigentlich ein Editor in den genau richtigen Zustand. Das ist, wenn man merkt, ja, er hat wirklich an jedem Byte gespart und jeden Effekt genutzt. Und das ist überhaupt der Grund, warum die ganzen Tests nach der Tastatureingabe sind. Hätte die Tastatureingabe zuerst gemacht und dann die ganzen Tests, wäre er auf 2 Byte mehr gekommen. So, das ist mal der Editor. So. Ach ja, die ganze Erklärung, die ich halte, ist logischerweise da drin. Dann kommt das nächste. Wir haben jetzt eine Kommandozeile zum Auswerten. Er hat als letztes Character Return gedruckt, weil sonst wäre man nicht zum Editor raus. Das Character Return ist abgespeichert worden. Fazit, wir haben das Ende von der gültigen Zeichen markiert. Weshalb wir unser Indexregister jetzt auf minus 1 setzen können, um wieder von vorne anfangen durchgehen, zum Interpretieren von dieser Kommandozeile. Und damit auf minus 1 setzen, weil der erste Befehl im Auswertung ist, es plus 1 zu machen. Auch das wieder aus Beitspargründen. Ansonsten gibt es noch ein anderes Ding, das lustige Ding. Er tut den Akkumulator mit 0 laden. Tut X mit 0 laden. Es ist eine Konvention, du müsst X wird dauernd auf 0 gehalten. Wenn etwas anders gesetzt wird, wird es auf 0 zurückgesetzt. Weil er geht davon aus, dass er an manchen Stellen auch schnell 0 braucht und holt es aus dem X raus. Dann gibt es etwas ganz Lustiges. Er tut den Akkumulator noch durch 2 teilen. Es wird gesagt, er hat 0 geladen und jetzt durch 2 teilt. Das ist immer noch 0. Wieso macht er das? Antwort, er hat eine Variable, die er jetzt beschreibt, wo es per Definition beim Eingang 0 überkommt. Später wird er mit anderen Werten in den Akkumulator da reingumpen und dann die durch 2 geteilt abspeichern. Und damit wieder Modus einsetzen, ist die Hexzahl, die ich jetzt gerade bearbeitet habe, eine Anfangsadresse, eine Endadresse oder ein Startbyte. Damit kann er eine einzige Hex in Zahlumwandlungsroutine benutzen, ohne dass er das Ding mit Unterprogramm aufrufen muss, zum Beitsparen. So, dann kommt die Auswertung. Was für ein Zeichen haben wir gesehen? So, was wir haben, ist ein Character Term. Gut ist, ich habe die gesamte Zeile abgearbeitet, ich bin wieder beim Character Term angekommen, ab in den Editor. Ist es ein Punkt? Oh, wir haben unsere Anfangsadresse schon gesetzt. Jetzt geht es darum, eine Endadresse zu setzen. Setze die komische Variable. Doppelpunkt. Oh, Adresse ist gesetzt, wir sind Daten eingegeben. Setze komische Variable. Ansonsten noch R. User will Programm laufen lassen, lass Programm laufen. Alles andere, egal ob es eine Hexziffer oder eine ungültige Eingabe ist, geht durch. Weshalb wir jetzt zur Routine kommen, versuche ich eine Hexzahl auszuwerten. Auch da eine kleine Vorbereitung, ein paar Variablen setzen. Unter anderem dort genau eben, eben x, wo ja bekannterweise immer 0 ist, aufspeichern in L und H. Womit wir eine 16-Bit-Zahl vom Wert 0 haben. Die wird nachher als Hexzahl überarbeitet. Und jetzt kommt eine Hexzahl-Eingabe. Hole eine Ziffer. Vergleiche sie und das ist quasi das Gegenteil von der anderen Routine, die bei der Ausgabe Hexziffer zerlegt. Haben wir jetzt wieder herausfinden, sind wir im Bereich 0 bis 9 oder im Bereich A bis F, Korrektur, bla bla, alles. Und dann kommt die Routine da, einmal für schieben, mal 16, damit das Ding vorne im Akkumulator ist. Warum? Weil wir sie vorne im Akkumulator rausschieben werden. Mit dieser Routine da, und ich habe das eben grafisch dargestellt, was genau dann passieren wird. Die Zahl ist vorne im Akkumulator. Wir können in 4 Schuben sie überschieben in den hintersten Teil von der Variable L. Gleichzeitig können wir die Variable überschieben. Zweite Ziffer überschieben, dritte Ziffer überschieben, vierte Ziffer überschieben. Und am Schluss haben wir unsere Zahl 1, 2, 4, 8 in der Variable drin. Was jetzt passiert als nächstes? Was passiert, wenn der Benutzer etwas eingibt, wo weder eine Hexzahl noch ein Kommando ist? Antwort, die obige Routine wird keine Ziffern erkennen. Sie wird wirklich weitergehen. Und was jetzt passiert, ist einfach nachprüfen. Oben hat er gespeichert, wo bin ich im Interpretieren vom Kommando. Jetzt schaut er nochmal. Falls Ziffern verdaut worden sind, gültige, sind wir verschoben. Wir haben eine gültige Zahl. Falls keine Ziffer war, das heißt irgendetwas anderes als eine Hexziffer oder ein Kommando, sind wir immer am gleichen Ort. Benutzerfehler, das ist alles. Das ist der gesamte Test für Syntaxfehler.
Jede falsche Eingabe wird da abgefangen werden. So. Was geschieht jetzt, wenn ein Benutzer das tatsächlich vertippt? Das Verhalten von dem Editor ist interessant. Ich kann da zum Beispiel als Benutzer eingeben 300 Doppelpunkt bla 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 und habe mich, wo ist das? Da vertippt. Ich habe wollen EF eingeben und habe EG eingetippt. Was wird das tatsächlich Verhalten von dem Rechner sein? Er geht beim 03000 aus, weil Adresse setzen, gebe jetzt beide im Ring aus, fängt an mit Krempel editieren, interpretieren, kommt da durch. Erstes Byte okay, zweites okay, drittes okay, EG. Er wird das E als Hexziffer erkennen. G ist keine Hexziffer mehr. Folglich ist das eine Zahl 0E für ihn. Ein falscher Wert. 0E wird abgespeichert werden. Er wird Hausgas als nächste Byte jetzt erwartet und findet jetzt ein G. Das G ist kein Kommando, es ist keine gültige Hexziffer. Bah! Wir schmeißen das Slash raus. Benutzer zählt Slash und weiß, oh, ich habe etwas gemacht. Und deswegen muss der Benutzer das Ding absuchen, finden, oh, beim EG habe ich vertippt. Er muss jetzt wissen, dass 4 Bytes eingegeben worden sind, aber das vierte ungültig ist. Das heißt, er muss jetzt nochmal 303 nehmen, weil der Rechner ist jetzt bei 304 eigentlich schon, bevor er die restlichen richtigen Bytes eingibt. Das nicht berücksichtigen und wir haben alle unsere Bytes ums Byte verschoben. Das ist Editorverhalten, das auch im Handbuch nicht drin steht. Das tut man erst durch den Source-Code lesen, herausfinden, dass das Editor genau sich so benimmt. So. Nächste Zahl. Hexzahl verwerten. Wir haben eine Zahl eingegeben. Die erste Zahl, die der Benutzer eingeben wird, ist bei Definition eine Adresse setzen. Das heißt, ich werde zuerst mal schauen, was passiert, wenn der Benutzer eine Adresse setzt. Obwohl das im Code eigentlich nicht an der nächsten Stelle kommt. Er tut nämlich da, schauen wir das Modus Byte. Sind wir in der Situation, dass der Benutzer eine Adresse nicht gibt, haben wir ja das 0 drin. Sind wir in der Situation, dass er nur einen Punkt oder einen Doppelpunkt gemacht hat, haben wir in dem Mode Byte bis durch 2 geteiltes. Es ergibt sich nun zufälligmäßig, dass eine von den beiden Zahlen positiv und die andere negativ ist. Also die eigentliche Testzahl ist nur ein Test auf 0, positiv, negativ und je nachdem auf dem verschiedenen Programm Teil verzweigen. Für den 0-Fall, sprich der Benutzer gibt eine Adresse ein, haben wir. Kopiere das Ding, die Variable L und H in 2 andere Variablen um, STL und XL. Ein Komfortfeature. Eigentlich, wenn wir die Adresse speichern als die Anfangsadresse, für den Fall, dass der Benutzer eine Endadresse eingibt. Wir tun aber für den Fall, dass der Benutzer tatsächlich Daten eingibt, nur eine weitere zusätzliche Store-Adresse setzen. Was benutzt, nachdem der Benutzer die Datenbytes eingegeben hat, ist die Store-Adresse zwar die hinten, aber die Anfangsadresse ist immer nur die vorne. Damit können wir den Run-Befehl eingeben, ohne dass wir nochmal mit der Anfangsadresse eingeben. Als Komfort-Feature. So, ansonsten als nächstes. Daten ausgeben. Der erste Befehl da ist völlig unverständlich, wo man da ist. Wie der sozusagen sagt, verzweige, wenn nicht 0. Und wir wissen, wir sind nur noch einmal 0 da reingekommen. Tatsache, dass die Routine von zwei verschiedenen Orten aufgerufen ist, das Ding ist nur relevant, wenn man vom anderen Ort aufgerufen ist, daher nicht anschauen. Dann geht es zuerst einmal, wir wollen ausgehen. Der gesamte Monitor hat eine interessante Konvention. Wir sind uns heutzutage gewohnt, jede Zeile endet mit einer Zeilenausgabe und der Cursor steht vorne. Wir geben eine Zeile raus, geben eine Ausgabe, die Zeile steht vorne. Er schafft nicht so. Er schafft so, ausgehen, Cursor stehen lassen. Die nächste Zeile, Cursor ausgeben und ausgeben ohne. Das heißt, er hat immer eine Zeilenrückgabe vor eine neue Zeile brauchen, ausgeben. Oder auch einen Leerschlag. Das ist interessant, die gesamte Tabellenausgabe, die 8 pro Zeile und Zeile, macht einfach mit Entscheidung, je nachdem, ob ich nochmal auf dritte Zeile gebe, gebe ich einen Leerschlag aus und eine Zahl, oder ich gebe Zeilenumbruch aus und Zahl. Die Konvention vereinfacht in den Code. Folge ich einmal Character Return ausgeben, nehme die aktuelle Adresse, der High-Teil, schmeiße das als Hexzahl raus. Low-Teil, Hexzahl raus, Doppelpunkt raus. Brrp. Damit haben wir die Adresseausgabe vorne. Dann gehen wir weiter zu den Bytes. Unser Byte heißt ein Leerschlag ausgeben, folgt von unserem Byte. Die nächste Runde wird wieder Leerschlag, Byte, bla bla machen. Und jetzt kommt wieder etwas zwischen den Stück Code.
die Routine gibt es nicht nur das Ende bei, sondern eine Serie von Bytes aus. Und wirklich muss jetzt noch geschaut werden, sind wir schon am Ende von der Serie. Das ist eine Vergleichsoperation über 16 Bit, sprich man muss zwei Bytes vergleichen. Ich werde die Routine etwas da überspringen, weil das ist relativ Standardcode eigentlich. Und am Schluss kommt, wenn sie mal am Ende von der Zeile. Und da geht insgesamt die weitere Routine. Er sagt, erhöhe, das ist noch der nächste, das ist noch der höchste, die nächste Position finden. So, ja da. Nachdem er die nächste Adresse zum Ausgang gefunden hat, tut er jetzt einen Vergleich machen, vor der Adresse sind die hinteren 3 Bits 7 oder 0. Weil sie insgesamt, er macht nicht einen Zeilenumbruch nach jedem 8. Byte, sondern macht einen Zeilenumbruch vor jedem Byte, wo durch 8 teilbar ist. Das heißt, wenn ich irgendwie ab FF33 eingibt zum Beispiel, dann wird er mir 33, 34, 35, 37, obwohl erst 4 Bytes sind, sagt er 38, oh, jetzt mache ich eine neue Zeile und damit 38 bis ausgehen. Und dann springt er wieder vor, die nächste Ausgabe machen. Und da, das hat euch noch da dokumentiert. So. Das ist grundsätzlich, wie eine Daten ausgibt. Das ist die absolut komplizierte Routine. Daten speichern ist erstaunlich einfach. Ich habe einen Doppelpunkt gemacht, Mode ist gesetzt worden. Er hat bereits schon, wo ich die Adresse eingegeben habe, das erste Byte ausgegeben. Jetzt ist Mode drin, eine weitere Hexzahl, die muss Daten sein, da anspringen. Das Einzige, was ich mache, ist quasi ein Speichern in die Speicherstelle, wo mir STL-Variable sagt und hole nächstes. Das ist die gesamte Routine für das. Wenn ich einen Command-Run gebe, ist es noch viel, viel, viel einfacher. Das ist genau, nehme die Adresse, die eingegeben worden ist, springe da hin. Interessant ist ein Jump. Kein Jump-Sample-Routine. Der Prozessor kennt kein indirektes Jump-Sample-Routine. Und man könnte eine Return-Adresse präpariert auf den Stack legen. Dafür beides kosten, wir haben keine. User-Programm wird mit einem Jump aufgerufen, mit einem leeren Stack. User-Programm wird daher mit einem Jump zurück im Betriebssystem geändert werden und darf nicht mit dem Return geändert werden. So. Und nach deren Adresse kommt eigentlich die gesamte Code ist durch. Mehr als das hat das Ding nicht drin. Gesamtprogramm. Jetzt werde ich versuchen, euch so ein paar Fenster wegschieben. Das müsste da loswerden. Das Fenster bräuchte ich auch nicht mehr. Ja, weg mit dir. Wo ist mein Webbrowser hin? Nochmal starten. So, ah da. So, wo ist das Ding an wieder? Weil logischerweise hat er mir genau das falsche Fenster vorne weggeworfen. Daneben klicken ist auch klicken. So, wo habe ich das Ding an? Da haben wir vorhin gesehen, unsere Byte-Serie vom Betriebssystem. Was ich auch noch produziert habe, ist das. Die genau selbigen Bytes, jetzt mit ihrer Bedeutung zugeordnet. Für all die, die schon lesen überleiten, wie sieht so ein Speicher aus? Was sieht der Computer eigentlich noch? Vorne, Bytes, wie sie liegen, hinten die Interpretation in Assembler-Code, genau die Information, die noch im Speicher drin steht. Man kann genau anfangen mit den Flags im Prozessor setzen oder die gesamte Routine genau Byte für Byte. Ein ganzes Betriebssystem in Kompaktform. So, dann tue ich den da weg, den auch weg. So, nachdem wir jetzt das Betriebssystem kennen, kommt die nächste Frage: Wie tue ich eigentlich schaffen mit dem Ding? Ihr habt vorhin das kleine Tischprogramm gesehen, wo ich beim Programm Daten eingegeben benutzt habe. Was ist das Programm tatsächlich gewesen? Genau? Das sind die Bytes von oben. Ich habe tatsächlich nichts anderes gemacht als ein Load A mit einem Carriage Return ausgeben. Bildkonvention, man dort immer zuerst Carriage Return machen. Gehe vor vom Load
mit einem A-Zeichen ausgegeben, gefolgt von Jump im Betriebssystem zurück zum Programm beenden. Das war genau das Stück Programmcode, wo das A ausgegeben hat. Ansonsten, ja, das ist ein bisschen ein grösseres Problem, Programm, Beispiel, wenn man ganz einen String ausgeben will. Und das ist ja nicht etwa, wie das Betriebssystem aussieht. So, und jetzt haben wir genügend Zeit, dass ihr noch Fragen stellen könnt. Die Leute, die es rausschmeißen werden, zum Beispiel das Essen aufsetzen für die Aussteller, die haben noch 25 Minuten. Das heisst, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zum System. Was ist jetzt vermutlich wegen 8 Uhr die Zeit? Also, die Vermutung für den ist, er hat bei dem Test, also das berühmte Modus Byte, 0 im Normalfall nach einem Doppelpunkt oder nach einem Punkt andere Wert. Also gibt es so die Formel mit einer, die andere Wert und mit der Division durch 2 rechnet. Die hat zur Folge, dass der Willard ASCII von der Tastatur bezieht, mit verschobenen Wert, mit Bit 7 gesetzt, dass dort der genau richtige Bitmuster rauskommt. Ohne das Bitmuster müsst ihr einen anderen Test nehmen, der vermutlich mehr Bytes braucht. Das ist meine einzige Frage, dass er zum dort ein paar Bytes Programmcode-Speicher gesagt hat, die Tastatur muss mit einem 1 liefern, bevor ich dann alle ASCII-Zeichen mit 1 behandeln und bevor ich dann mit 1 ausgehe. Was interessant ist, wie die 1 für den Videohardware weggeworfen wird. Ja, das ist so die einzige Vermutung, die ich habe. Ich kenne sonst keinen Kommentar über das. Das ist wirklich nur ein anderer Grund, gesehen ich nicht. Beim Apple II ist übrigens die Konvention auch drin, aber dort ist ja klar, warum es der Fall ist. Weil dort wird wirklich nur 7 Bit für die Tastatur eingearbeitet und 8 Bit ist die Repräsentation, ist eine Taste da oder nicht. Aber das ist mit Apple I nicht der Fall gewesen und das hat er sicher nicht gemacht in voraussehender Weisheit für den Zweier, weil das ist eine komplett andere Hardware dort. Deshalb habe ich das als einzigen möglichen Grund gesehen. Ja. Ja. Meine Arbeit ist ganz gut. Also, ich weiß, dass die Apple II ziemlich anders ist, die ganze Fahrer sind, einzelne Chips. Das ist erst ein 2E, das ist ein 2E dann, ja. Aber von die 1 bis die 2, also Aeropus, welche sind von, also ist Apple 2 ein Subset von Apple 1, ein Subset von Apple 2? Es ist nein, es ist nicht ein Subset. Also ich kann es zusammenfassen, ja stimmt, ich habe ja das Kapitel dazu. Das kann ich ja schon, weil ich habe den Vergleich eigentlich gemacht drin und übersprungen. Grundsätzlich Prozessor ist dasselbe. Gleiche Taktfrequenz, RAM ist ebenso ab 0, ebenfalls dieselbigen 4 Kilobit Chips oder ab die neuen 16 Kilobit. Damit kann man 1 bis 4 mal 4K oder 1 bis 3 mal 16K haben. Das sind drei Bänke. Ja. Da sind es 2 Bänke, es sind neu 3 Bänke. Es können 4K Bänke oder 16K Bänke sein. ROM haben wir da ein Viertel Kilobyte mit Monitor. Im Apple II haben wir 2 Kilobyte Monitor und dann bis zu 5 mal 2 Kilobyte für Basic. Das ursprüngliche Apple Integer Basic verbraucht 3 davon. In den 6 Kilobyte sind 5 Kilobyte Basic drin und 1 Kilobyte Toolkit. Im Microsoft Basic, also Apple Soft Basic, sind alle 10 mit Basic gefüllt. Das ist der Unterschied vom ROM her. Was die Ein-Ausgabe angeht, die Tastatur ist identisch. Man kann eine Apple II-Tastatur an eine Apple I anhängen, es tut. Bis drauf, die Apple II-Tastatur hat einen Reset-Knopf, aber keinen Bildschirmlöschknopf. Den muss man nachflicken. Ansonsten ist die Tastatur identisch. Was nicht identisch ist, der Parallel-Port-Chip fehlt. Komplett. Es hat statt. Ja? Die Pia. Die Pia, ja. Der fehlt komplett. Was stattdessen ist, dass es wirklich nur die Möglichkeit hat, Daten, die vom Speicher kommen, laufen durch 2 Schaltchips und von der Tastatur von der anderen Seite rein. Die tastengelesenen Daten sind 7-Bit-Tastatur-Daten statt 8 mit einer garantierten 1. Und das 8. Bit ist die Angabe, hat die Tastatur eine Taste geliefert oder nicht. Aber ansonsten, die Einleseroutine ist identisch. Die Ausgabe ist komplett anders. Grundsätzlich gilt, der 14,318 MHz Quatsch ist identisch.
Das gesamte Format durch zwei Teilen für Pixel ist identisch, 7 Pixel pro Zeichen ist identisch, der Font-Chip ist der gleiche Chip. Was komplett anders ist, der gesamte Schieberegister, Videospeicher, die 6 kleinen Chipchen, die fehlen komplett. Die 1 Kilo Zeichen werden direkt aus dem Hauptspeicher genommen. Und zwar die minimal 4K sind so aufgeteilt, dass du 256 Byte hast für die Funktionen, die der Prozessor dort haben will. 256 Bytes sind für Return Jump Subroutine. 256 Bytes sind für die Tastaturbuffer. Du kannst wirklich volle 256 Tasten eintippen. 256 Bytes sind für Systemstatus. Und dann ist 1 Kilobyte Videodaten und dann 2 Kilobyte oder mehr ist nachher User-Programmplatz. Als Folge davon, die gesamte Ausgabe, der gesamte Mechanismus von Zeichen einführen, einmal, also 60 Mal pro Sekunde möglich, Löschvorgang fehlt komplett. Das gesamte Timing zum die 40 plus 25 machen ist identisch, wenn auch mit einer anderen Formel. Das ganze Timing zum die 262 machen ist grundsätzlich derselbe Ansatz, aber wirklich mit einem neunten Zählerbit und ohne das komische Stotter noch schnell ein paar Zeilen dazu Ding. Aber die eigentlichen Videodaten, die werden wirklich vom Prozessor in den Speicher geschrieben. Der Videochip holt die Daten direkt aus dem Hauptspeicher. Die Chips, die ich besprochen habe, um die 12-Bit-Adresse auf 6 zusammenfassen, die gab es schon beim Apple II 14-Bits auf 7 runter. Aber es sind nicht 2 Chips, sondern 4 Chips, die 4 Eingänge haben, weil sie können 2x7-Bit vom Prozessor oder 2x7-Bit vom Videogenerator nehmen und zusammenpacken auf dem Speicher. Der Speicher wird auch zwischen Rechner und Video hin und her, pingpongmäßig hin und her gegeben. Der Prozessor braucht 1 MHz, der Videogenerator braucht 1 MHz und der Speicher erträgt 2 MHz, weil es schnellere Chips sind. Damit Ping-Pong gleich hinterher, damit ist das Ding wirklich quasi dem, was wir heute in der PC-Welt als Chipsatzgrafik kennen, nur ohne den Prozessor zu bremsen, weil der Speicher so schnell ist. Und ansonsten, ach ja, der ganze Refresh wird ebenfalls vom Videochip nebenbei erledigt, ohne den Prozessor auszubremsen. Dass das gesamte Taktzyklus anhalten, Read-Write-Signal auf Read-Hammern fehlt komplett, zum Beispiel. Und diese Stecker ist quasi wie ein Slot. Ja, der Slot hinten, warte mal, der Stecker hinten, warte mal, wo ist mein Mauscursor da oben? Du meinst den da hinten. Das ist quasi ein Slot, ja. Ach ja, stimmt, das andere Apple II hat natürlich 7 Slots. Nein, 8, Entschuldigung. 7 vollwertige und ein halben. Wenn es da hast, du einen plus eine Erweiterungsplatine, beim Apple sind auch alle schon drin, in 2 Jahren. Und was die Adressen anbelangt, der Kassetteninterface ist beim Apple 2 schon eingebaut. Der Videogenerator, da hast du genau die 64 Zeichen. Apple 2 hat, weil der Hauptspeicher 8-Bit breit ist, 6-Bit sind Zeichen und 2-Bit sind Zeichendarstellung. Du kannst jedes Zeichen normal, invers Video oder blinkend darstellen. Wie gesagt, da, es gibt nur Normaldarstellung, der Cursor ist ein blinkendes Add. Beim Apple II hast du wirklich jedes Zeichen, du kannst den Cursor beliebig rumschieben, weil die ganze Schieberegisterlogik weg ist. Das Zeichen, wo du den Cursor darstellen willst, kannst du blinkend lassen oder invers machen. Die Hardware wertet das aus, die anderen beiden Bits zum Beispiel. Das ist so etwa das Wichtigste. Ach ja, und logischerweise, Apple II hat auch noch Blockgrafik, wo du jedes Byte statt als ein Zeichen anschauen, als 2 obere und untere Hälften mit je 16 Farben ausgeben kannst. Das Low-Res. Und dann ist zusätzlich, da ist der Widerspeicher per Definition 1 Kilobyte groß. Es sind separate Chips, die haben nicht mehr als 1 Kilobyte Platz. Beim Apple II nimmst du 1 Kilobyte aus dem Hauptspeicher. Wenn du genug Hauptspeicher hast, kannst du einen 8 Kilobyte Block aus dem Hauptspeicher nehmen für High-Res-Grafik. Das fehlt da logischerweise. Aber das sind so die hauptsächlichen Unterschiede. Wirklich, vor allem eben, Videospeicher ist weg, ist im Hauptspeicher. Das ist der wirklich große Unterschied zwischen den beiden Rechnern. Und das heißt aber auch, dass du willst wissen, wohin, welches nächste Byte, muss der Prozessor abarbeiten in Software. So wie das kleine 9-Byte-Routinchen für Zeichen ausgeben, das Äquivalent im Apple II sind 200 Bytes. Wobei, wie gesagt, es hat 2 Kilobyte am Monitor anstelle von 1/4 Kilobyte, also der Platz ist vorhanden.
Gut, das Kassetteninterface ist auch dort drin, das ist beim Apple I nochmals 256 Bytes Code auf dem Kassetteninterface Board. Und ansonsten, ja, I.O. Space, da hast du einen einzigen I.O.-Chip, er verbraucht 4 Bytes von einem 4 Kilobyte Block. Apple II sagt sich, 48K Speicher, 12K für ROMs, 4K für I.O., aber das ist unterteilt in einem 2K I.O.-ROM, das auf einem beliebigen Karte sein kann. Und die anderen 2K sind unterteilt in 8 Schlitze, 1/4 Kilobyte, für den 7 der I.O.-Karten ein kleines ROM haben können, das 8 eben nicht. Und die restlichen 256 Bytes sind unterteilt in 2x128. Jede I.O.-Karte bekommt 16 Bytes, das Motherboard kommt 128. Das ist übrigens auch was, also die ganze Adressdekodierung, der eine 16-4K-Blockchip ist deutlich komplexer gelöst, weil deutlich mehr Zeugs differenziert wird. Das ist so etwa, wie sagen, die wichtigsten Unterschiede von 2er gegenüber 1er. Ja. 2 Plus ist praktisch dasselbe, nur mit einer Reset-Logik drin und eben mit einem größeren Basic. Und 2E ist dann die große Überarbeitung gewesen. So, das ist so etwa. Sonstige Fragen? Sowohl zum 1er wie auch zum 2er. Nein, ich kenne beide Rechner. Ich habe von beiden den Schaltplan Chip für Chip durchgegangen. Was? Vielleicht war ja falsch verstanden. Ja. Also die weiteres einige Freunde von mir haben die Klone genommen, aber sie haben versucht, die alle Lichtschritte zeigen wir. Ah ja, das stimmt. Das ist etwas, was ich nicht erwähnt habe. Apple I ist ja selten. Es wurde eine Serie von 200 Stück gebaut, im Auftrag von Byteshop. Und danach wurden noch ein paar hundert weitere gemacht. Von denen gibt es etwa 50 weltweit noch, von den Originalen. Und die sind dementsprechend gesucht, schweineteuer. Ich weiß, Dollar fünfstellig habe ich schon gesehen. Ich habe von mir inzwischen gehört von anderen Leuten, dass es noch schlimmer wird. Und dann hat ich eigentlich auf die Idee gekommen, ein Typ namens Willegel, er hat einfach die Platine geklaut. Er hat einfach das Platinen-Layout, nur die Leiterbahnen und Bohrlöcher, kodiert, wie wenn man heute eine normale Platine machen würde, und hat das Ding in Serie herstellen lassen und verkauft blanke Platinen für etwa 100 Dollar. Es kann jetzt jeder die Chips, die sind ja im Handbuch dokumentiert, genau jeder Chip, was er ist, Chips kaufen und bestücken. Wer einen laufenden Apple I hat, nimmt beliebige Chips, die reinpassen. Die besseren Freaks sagen, ich will genau Chips von dem Hersteller, von dem Apple sie hat, mit genauen Provokationsdaten in dem Modat, wo Apple die Dinge eingekauft hat. Dann gehen die Preise so auf. Und der Aufwand, die Dinge zu suchen vor allem. Aber man ist trotzdem bei Dollar vierstellig. Selber löten, wenn man keinen solchen Anspruch hat, nur Chips zusammenzogen will, kommt man auf etwa 600 Dollar an Chips. Plus Einung für die Platte, plus Lötzeit. Der Knüller ist da. Diese ganze Shift-Register-Technologie wurde eben Anfang 70er Jahre eingeführt und Mitte 70er Jahre schon aufgegeben. Man stellt sich fest, die meisten Chips sind schwarz. Man stellt fest, der ist gräulich, die Videospeicherchips sind gräulich und der auch. Weil der Hersteller, die sind alle von einem Hersteller, der macht seine Chips alle grundsätzlich grau. Der Chip, harmlos aufzutreiben, jeder Apple II und 2 Plus hat den drin, 2E nicht mehr. Die da sind selten, weil eben kurz hergestellt, aber sie wurden wenigstens von mehreren Herstellern hergestellt und in mehreren verschiedenen Produkten eingebaut. Sind daher harmlos aufzutreiben, so etwa 10 Dollar das Stück. Der da, das eine Stück der Zwischenspeicher, der die einmal ausgegebene Zeile nochmals 7-mal hergibt, der wurde genau von dem einen Hersteller hergestellt und praktisch nicht verwendet. Er wird seit 75, 76 oder 77 nicht mehr hergestellt. Der kann praktisch nur noch in, irgendjemand hat einen Restposten irgendwo gefunden, über eBay besorgt werden. Und ich weiß, Stand, als ich den Vortrag geschrieben habe, vor 4 Jahren, hatte er einen eBay-Preis von 120 Dollar. 120 für den einen Chip. Und ja, es gibt ein Projekt, von dem ich keine Ahnung habe, was das geworden ist, ein ausgewanderter Bayer in Amerika,
Also über die gesamten Apple-Fans sind sich am überlegen, wie können wir den einen Chip ersetzen? Weil der ist schon schweineteuer. Und sie haben zum Teil wirklich sich überlegt, da neue, größere Videochips einsetzen, damit sie eine Bank entfernen können, um dort Hilfschips zu machen, die den ersetzen können. Und da habe ich gesagt, also das ist ein ziemlicher Umbau, wieso tut ihr nicht nur den einen Chip, wirklich nur den, rausnehmen und den emulieren mit etwas anderem? Und sie sagt, ja eben, es gibt ja nichts. Es ist nicht nur, dass der eine Hersteller den gemacht hat, es gibt keinen vergleichbaren Chip von irgendjemand anders. Und in der Diskussion habe ich dann die Idee aufgeworfen, Leute, AVR-Mikrocontroller sind so schweineschnell, die können das Verhalten von dem Ding in Realtime emulieren. Ich habe dann mit einem zusammengearbeitet, für eine Weile lang hin und her Mails, Timing-Analysen. Und der Schluss war, jawohl, es sollte funktionieren, aber ich habe keine Ahnung, ob was hier umgesetzt hat. Weil das würde schlagartig den 120-Dollar-Chip durch einen beliebig kaufbaren, modernen, in Serie-fabrizierten Chip ersetzen, der irgendwo so zwischen 1 und 3 Dollar kostet, je nachdem, wo man mitzieht. Aber ich habe keine Ahnung, was daraus geworden ist, ob die Apple-Selbstbauer-Szene inzwischen das Ding hat oder nicht. Aber eben wirklich, der Chip ist wirklich der Knüller. So, das ist etwa, was die Klauner machen. Ja. Die sind relativ harmlos. Sie sind zwar Prompts, das heißt einmal programmierbar, nicht mehr wieder programmierbar, aber selbst neue, unprogrammierte sind scheint problemlos erhaltlich, wieder auch da. Es ist ein grundsätzlicher Standardchip, den mehrere Hersteller vergleichbar gemacht haben. Und netterweise das Pin-Out-Chip kompatibel geblieben, wie man ist. Das gesagt, die billigste Methode zu einem Apple 1 zu kommen, wenn man nur die Funktionalität will, nicht mal das Aussehen der Platine. Es gibt tatsächlich Leute, die nehmen nichts anderes als den Prozessor, der wird bis heute hergestellt, anstelle von dem gesamten Membank einen einzigen modernen SRAM-Chip, der uns gleich 32 Kilobyte gibt in einem Chip, anstelle von den vier einen einzigen Flash-ROM-Chip, der uns 32 Kilobyte gibt, den Port-Chip, den wir sowieso immer noch in Herstellung haben, anstelle von Tastaturstecker einen Mikrocontroller, der uns eine PS2-Tastatur als Eingang nimmt und die Apple-Tastatur emuliert, und für den gesamten Videochip, Videocontroller, einen weiteren größeren Mikrocontroller, der das komplette Verhalten von der Videoschaltung emuliert. Das gibt es auch. Nachteil, es sieht überhaupt nicht mehr wie ein Apple 1 aus, aber es läuft die originale Apple Software drauf, und Bonuspunkte, dass dann der Basic Interpreter bereits schon im ROM-Chip drin ist, man muss den nicht vom Kassettenband laden, was übrigens, glaube ich, eine halbe Minute dauert, und es ist auch noch gleich ein Assembler eingebaut. Und noch Platz, um die eigenen Programme ein paar auch reinschmeißen. Und das gibt es alles auch noch. Aber eben das Feeling von Apple, wenn man auf dem Bildschirm anschaut und die Tasten, ist das Feeling da, wenn man die Schaltung anschaut, natürlich nicht mehr. Und das sind alles die Optionen, die Apple 1 Nachbauer heutzutage haben. So, noch weitere Fragen? Dann, wie steht es zeitlich? Essen sollte in 5 Minuten sein. Ich wundere mich, dass die Tischumbauer noch nicht da sind, aber ich glaube, ich schalte ab. Applaus